Stellaris. Tada, da ist es schon. Guckt mal. Sieht das schon mal cool aus. Ist die Musik zu leise? Soll ich sie ein bisschen lauter machen? Ein bisschen mal gucken, was es hier so gibt noch nebenbei. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können ja schon mal ins neue Spiel gehen. Okay. Das habe ich gestern gespielt. Hallo Ellen. Ach du, du findest gut meinen Ton? Okay, super. Gestern habe ich schon ein bisschen die Rogalische Republik gespielt. Ah, die... Ach so, was man einmal erstellt, bleibt hier drüben sogar... Ich verstehe. Vereinte Nationen der Menschen? Hier, die kann man noch bearbeiten. Okay. Ah, okay. Da könnte man theoretisch noch basteln. Okay. Kann ich mein Aussehen hier noch irgendwie ändern? Oder geht das nicht? Sonst würde ich hier einfach da einfach mal starten. So kannst du ganz viele erstellen. Zum Beispiel in einem Spiel als Partei. Oh, cool. Das heißt, ich könnte mir theoretisch jetzt nur so... Spaßeshalber. Ich könnte mir sozusagen Spezies so ein bisschen an das Mass Effect-Universum anlegen und dann einfach mal im Mass Effect-Universum spielen. So, also dass dann Turiana und Hanna und Krogana und so als Rassen verfügbar sind und man die gegeneinander... Ist es ja geil. So, aber jetzt würde ich mich hier gerne noch anpassen. Ah, okay, hier. Ich... Das ist ja dann mein Name, ne? Also ich... Heiße Lalena Lalena. Herrschertitel Präsidentin. Phänotyp. So, gucken wir mal, wie wir aussehen. 5 Phänotypen gibt's. Die guckt böse. Frisur? Nein, ich kann nicht blond. Doch, ich kann blond nehmen. Es wird heller. Wie cool. Jetzt hat sie rote Haare. Meine Güte, kann man noch ganz schön was machen? Ja, das sieht cool aus. Die guckt böse. Die nehme ich. Also nicht, dass ich böse gucke. Raum? Was nehmen wir da für einen Raum? Ne, das ist doch für den Bösen hier. Ich glaube, das war schon, ne? Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Kleidung? Was nehmen wir denn für eine Kleidung? Das sieht doch toll aus, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man... Als hätte man auf jeden Fall... Ich finde die cool. Sieht gut aus. Okay, haben wir die schon gemacht. Was könnte man denn hier noch einstellen? Demokratisch finde ich in Ordnung. Name und Klasse. Okay, wir nehmen hier feuchtes Klima. Felsige Welt. Systemname ist Sol. Heimatwelt nenne ich natürlich Erde. Ich spiele das Spiel ja auf Deutsch. Sternsystem ist Sol. Das finde ich gut. Okay. Humanoid-Stil. Ja, ich würde sagen, das lassen wir auch. Planetare Vereinigung. Das war, glaube ich, das, was du mir gestern gesagt hattest. Das nehmen wir auch. Hier hattest du mir gestern Xenophil. Das ist ganz gut. Und was ist denn fanatisch? Egalitär. Nee, du hast gesagt spirituell, ne? Nee. Aber vielleicht nehme ich hier das mal Ressourcenproduktion. Ich nehme mal das. Ich will ja ein bisschen rumtesten. Ich würde sagen, Beraterstimme, wer müssen wir noch? Knowledge. Knowledge. Discovery. Compassion. Integ. Wow! Space! Hyperdrive primed. All systems ready. Okay, now, spirituell, wenn du Psioniker bist. This channel is now under military. To live. Alert. Possible or you see. Maintaining state priority alert. We will have equality. Kann man wirklich super, super, super viel einstellen. Workers of the As the learned say, what's Workers of the galaxy. Unite. What is a single voice? Ach, krass. Thinking machines are an affront to nature. These profane con The Blorg are very friendly. Faith manages. Ich finde das ganz cool. Name Vereinte Nationen der Erde. Adjektiv Menschen. Nicht human. Hätte man ja auch ein bisschen was ändern können. Okay.
Also wie gesagt, ist heute mein allererster Run. Ich hatte gestern mal eine Stunde Tutorial mit dem lieben Rogal, der hier auch gerade im Chat ist. Und der wird mir heute ein bisschen helfen. Der guckt mir ein bisschen über die Schulter, dass ich nicht total alles falsch mache, was geht. We are the Borg. Hallo Dieselhawk, schön, dass du da bist. Wenn was ist, ich bin da, sehr schön. Vereinte Nationen der Menschen. Ich würde das mal schon so machen wie... Name Allianz. Ich führe dich ins Verderben. Okay. Allianz der Planeten? Nee. Wie nennt man das? Obwohl Vereinte Nationen ist doch eigentlich schon der Erde. Kann man wirklich spielen. Man muss sie nur so erstellen. Okay. Hier könnte man noch Zufalls machen. Wir können das ja mal... Kann man das kopieren? Nee, kann man nicht. Es käme noch... Menschisch. Ach so. Na klar, Adjektiv ist menschlich. Na klar. Menschrepublik. Freie Allianz der Menschen. Das klingt cool. Das nehmen wir. Okay, hier können wir noch umstellen. Das finde ich an sich ganz cool. Nur, dass wir die Farbe ändern müssen. Natürlich, das ist logisch. Die Form? Nee, ich würde sagen, das... Das sieht doch ganz cool aus. Ich würde sagen, vielleicht noch... Nee, das passt. Ich denke, die Sekundärfarbe könnte man noch vielleicht so machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ach krass, hier könnte man noch so viel... Ach Mist, das heißt verstellt. Oh, wie doof. Jetzt muss ich es nochmal neu einstellen. Ich fand das ganz cool. Okay, da haben wir es doch schon. Okay, das sah ganz cool aus. Hier lasse ich den humanoiden Stil, oder? Vogelstil, Voyages Lito. Das sieht ein bisschen aus. Guck mal, das erinnert mich so ein bisschen hier an die Reaper, finde ich. Das fand ich ganz cool, aber ich bleibe mal einfach jetzt erstmal hier im Herrscher. Haben wir schon? Wir können ja nochmal einen Phänotyp, das war so in Ordnung. Speziesname. Hier, das wollten wir. Das müssen wir ändern. Mensch. Menschen und Adjektiv ist menschlich. Genau. Biografie. Die Menschen sind ein junges, ambitioniertes Sternfahrervolk, welches erst kürzlich den Schritt zur Weltraumnation gemacht hat. Gemacht hat. So, aber mehr schreibe ich jetzt nicht, sonst wird das zu viel. Stellaris, vielleicht lerne ich hier noch was abends. Erstes Stellaris, ja, allererstes, tut mir leid. Ich freue mich, dass du da bist, Viergul. Also ich bin ganz, ganz frisch mit Stellaris. Ich habe es gestern mal eine Stunde kurz angetestet und mir hat so viel Spaß gemacht, dass ich es heute einfach mal spielen möchte. Okay, wir bleiben hier bei Menschen, das finde ich eigentlich ganz cool. Anführernamen, Schiffsnamen, bla bla bla. So, hier würde ich mich gerne nochmal vom, unwichtig, genau, wenn man RPG begreift. Wer jemals Sternen, mal gucken. Was würdest du mir hier empfehlen? Roger, hier würde ich gerne nochmal deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich meine, das stimmt ja hier schon. Menschen sind wahrscheinlich eins der anpassungsfähigsten Völker überhaupt. Nomadisch passt auch irgendwie. Diese Spezies hat eine nomadische Vergangenheit. Ihre Mitglieder denken oft an nichts anderes, als auf andere Welten umzusiedeln. Ja, das stimmt. Die Spezies ist höchst anpassungsfähig, wenn es um fremde Umgebung... Wir hatten gestern... Was hattest du mir gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. 183 Stunden Spielzeit laut Steam und dennoch ein Kackboot. Ach, Quatsch. Das...
Das kannst du recht zu lassen. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Gut, und dann sind wir jetzt wieder hier. Erde, Sol, das lassen wir so. Systemname, gut, das könnten wir natürlich Sonnensystem nennen, weil es ja im Deutschen so heißt. So, und der Rest müsste eigentlich so stimmen. Und da würde ich sagen, speichern. Und dann fertig, ne? Freie Allianz der Menschen, erfolgreich. Fertig. So, Galaxiegröße würde ich Mittel machen. KIs mit Startvorteilen, das bedeutet, die schon weiter sind als wir, ne? Was deine Rasse gestern im Test nicht gebraucht hast. Genau. Gefallene Reiche 2, ja nur auf fertig, okay. Tech-Traditionskosten 111. Hier wollte ich sagen, das lasse ich so eingestellt. Ich möchte mir viel Zeit lassen. Ich würde gern schon so Richtung Endlos-Spiel gehen. Ich würde mir richtig schön viel Zeit lassen. Kadett ist in Ordnung. Ich spiele das zum ersten Mal ganz am Anfang. Gefallene Reiche, das würde ich erstmal alles so lassen. Galaxietyp würde ich elliptisch nehmen. Normal und... Nee, ich würde das heute nochmal gerne alleine machen. Falls es gar nicht anders geht, dann können wir das ja immer noch mit dem Spiel ändern. Ich denke, das würde erstmal sonst die Leute verwirren, sonst denken die, es ist ein Multiplayer-Spiel. Okay, Iron Man-Modus aus, Wachstumsskalierung. Steuert, wie viel Wachstum ein jeder Bewohner im Reich benötigt. Je höher dieser Wert ist, desto langsamer. Okay. Dann lassen wir das, wir lassen das einfach mal so. Wir würden jetzt sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Ich lese natürlich alles vor. Seit sich vor gut 200.000 Jahren die ersten Menschen in Afrika entwickelten, ist viel geschehen. Unsere Art verbreitete sich schnell über den gesamten Globus und gründete schon bald die ersten Zivilisationen. Der wissenschaftliche Fortschritt ist schnell, aber nicht ohne Opfer gewesen. Vor der Zähmung des Atoms forderten Kriege die Leben von Millionen. Im turbulenten 21. Jahrhundert wurde das Mandat der Vereinten Nationen allmählich ausgeweitet, um für mehr Stabilität zu sorgen. Bis zum frühen 22. Jahrhundert hatte sich die supranationale Organisation de facto zu einer Art Weltregierung entwickelt. Obwohl manche immer noch die Machtbefugnisse der Vereinten Nationen ablehnen, wie man an der mauretanischen Polizeiaktion von 88 sehen konnte, leugnen nur wenige die technologischen Durchbrüche. Dank des jüngst abgeschlossenen Baus der ersten Raumschiffe steht die Menschheit kurz vor einer neuen Ära der Weltraumerkundung. Iron Man Modus nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe jetzt erstmal einfach nur gestartet. Wäre das besser gewesen? Ich drücke jetzt erstmal auf Beginn. Also, wie gesagt, wir sind die Freie Allianz der Menschen. Good day, Madam President. I am Veer, a prototype synthetic intelligence. My job is to offer advice and assistance as we seek our destiny among the stars. Ich würde hier erstmal nochmal das volle Tutorial nehmen. Das würde mir jetzt auf jeden Fall helfen. Aber Veer, cool, du kannst mir definitiv mal erklären, was der Iron-Modus so ist. Vielleicht kann ich das ja irgendwann nochmal machen. Ah, die haben natürlich die englischen Namen hier auch. Ich würde gerne das volle Tutorial. You will have my full support. Dankeschön. Building a star empire can be a daunting task. To help get things started, I will be providing instructional missions that cover the basic steps necessary to establish ourselves as a successful interstellar power. Okay. Wir haben ja jetzt das habe ich mir noch ein bisschen gemerkt. Also wir haben ein Konstruktionsschiff und ein Forschungsschiff. Mit dem Konstruktionsschiff, das würde ich dann erstmal so machen. Das ging irgendwie. Ah, Moment. Wie war das? Hier haben wir ein unerforschtes System und hier, oh. Es scheint hier mehrere potenziell bewohnbare Planeten zu gehen. Und zwar ist unser nächstes System ist Alpha Centauri. Das ist uns am nächsten. Dann haben wir hier noch Barnas Stern. Ich soll mal ganz fix bei WhatsApp gucken. Warum denn? Das ist übrigens mein Freund. Nicht, dass hier jeder denkt, dass jeder meine WhatsApp-Nummer hat.
Du kannst, also wie du möchtest. Ich würde es gerne mit dir. Wir gucken es. Lass es uns lieber zusammen gucken. Lass es uns lieber zusammen gucken, wenn du jetzt zugehört hast. Du kriegst Steam-Erfolge nur im Ironman-Modus. Okay. Ironman-Modus gespeichert wird nur, wenn du das Spiel zumachst. Kein Zwischenspeichern und Laden möglich. Cheat-Fenster. Gut, cheaten würde ich eh nicht. Rogal, was würdest du sagen? Ironman-Modus oder nicht? Ah, hier ist schön, hier seht ihr ja. Hier ist zum Beispiel Sirius. Was haben wir hier? Regen, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Unbekannt. Unbekannt. Für das erste Spiel ohne den Ironman-Modus. Okay, dann machen wir es mal ohne Ironman. Ich meine, der ist ja schließlich auch tot. Physikforschung. Ach ja, wir hatten ja noch die Forschung. Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. Okay, wir haben hier immer die Möglichkeit, drei verschiedene Forschungen zu machen. Und zwar in der Physik, im Sozialen und im Ingenieursbereich. Genau, sehr schön. Das ist unser hellster Stern, genau. Naja, nee. Nicht falsch versteht. Also, in Bildschirmtechnologie könnt ihr unsere Forschungsbemühungen teilen. Technologien werden in drei separate Disziplinen unterschieden, in der üblicherweise jeweils drei verschiedene Forschungsoptionen zur Auswahl stehen. Die Technologieforschung ist auch ohne Zuteilung eines Wissenschaftlers zu einem bestimmten Bereich möglich, wird jedoch abgeraten, weil die Forschung dann deutlich länger dauert. So, da gucken wir mal, was wir in der Physik auswählen. Da haben wir hier Physikforschung. Das bringt Erforschung. Okay, 20% Forscher. Fusionsreaktor, 0G Produktion, Forschungsstation würde ich vielleicht als erstes am Anfang nehmen. So, sozial. Hier würde ich auch die Forscher vielleicht ein bisschen schneller machen. Zusätzlich, ich würde mal das nehmen. Und Ingenieur haben wir. Armeeschein und Mineralien von Jobs. Das würde ich erstmal. Ich will ja schon versuchen. Gleich bekommst du die Gitarre von LN2318 zu spüren, Vierger. Wir wollen hier keinen Krieg. Ich werde mir ganz kurz mal was zu trinken aufheben. Und das war natürlich. Ja, ihr macht alle nur Spaß. Ihr seht auch. Nee, ihr seht's nicht. Ich werde mal mein Logo wegmachen. Ich glaube, das werde ich jetzt wirklich mal machen. Moment, ich werde mal kurz raustappen. Ich bin mal so frech. Damit ihr da oben das auch sehen könnt. Genau. So ist das besser. So seht ihr jetzt so ein bisschen die Texte. Und ihr seht, wenn hier oben das orange wird. Ich weiß nicht, wie groß ihr das hier seht. Worum geht's in dem Spiel? Naja, es geht darum, wir sind ja, die Menschheit aktuell hier, also es gibt ganz verschiedene Spezies. Und es geht darum, dass wir durch verschiedene Möglichkeiten und verschiedenen Wegen, also entweder kriegerisch oder militärisch, also entweder militärisch oder wirtschaftlich oder ja, pazifistisch, vielleicht auch durch Handel, sein Reich auszubauen, auszuweiten. Und das, wie gesagt, jetzt ist aktuell das Lilane hier, seht ihr, das ist unser Gebiet und ihr seht, so groß ist die Galaxie, in der wir sind. Der Alan ist friedlich, der will nur spielen. Oh! Dankeschön für das Abo für Professor X, lieber Viergal. Nee, wie heißt es denn eigentlich? Viergal oder Viergul? Nee, Ghul würde ja mit G-U-H geschrieben werden. G-H-U-L, so rum. Aber der Professor wird sich freuen, der ist bloß heute nicht da. Naja, sieht das nächste Mal. Auf jeden Fall, Dankeschön. Sowas wie Civilization im Weltall. Ja, so ungefähr geht's. Und das hier, Lalena, so Sachen wie Verbesserung von Waffen und Antrieb musst du aber auch immer mal wieder machen, um die besseren Schiffsklassen freizuschalten. Ja. Also hier seht ihr, das ist jetzt die Galaxiekarte. Und wir, uns gehört das Kleine. Und jeder dieser Sterne ist ein System, was wir erkunden können. Hier ist das Zentrum. Da kommen wir nicht hin. Aber alles hier drumherum, das können wir. Und deswegen seht ihr, das wird eine Weile dauern. Also das wird, wir werden das Spiel heute nicht durchspielen. Also, Viergul. Also okay, also wie ich es gedacht habe. Also lassen wir es bei Viergul. So, ihr seht immer, wenn hier oben die roten Dinger sind, ist pausiert. Das Weltall zu erforschen. Zivilisation, oh, Viergul ist.
Oft vergeben. Okay, alles klar. Das ist... Okay, jetzt ging das hier. Nee, es ging nicht mit Rechtsklick. Ich bin schon leicht verwirrt. Aber wir kriegen das alles hin. Eigene Flotten. Hier haben wir eigene Flottenallianz. Und genau. Wir sagen mal nicht erneut. Okay, wir haben das Forschungsschiff. Das ist unser Science-Ship, which is used to survey astronomical objects such as planets in a star system. Genau, das ist das Forschungsschiff. Kann ich ihn ausmachen, weil da könnte ich das gleich vorlesen. Dies ist das Forschungsschiff, zu dessen Aufgaben die Erkundung astronomischer Objekte wie Planeten in einem Sternsystem gehört. Damit die Ressourcen eines Planeten sichtbar werden, muss der Planet erkundet sein. Unser Heimatsystem wurde bereits erkundet. Daher sollten wir uns anderweitig umsehen. Wähle dazu das Forschungsschiff auf, öffne die Galaxiekarte, klicke mit der rechten Maustaste auf einen Stern, der neben unserem Heimatsystem ist, und wähle System Erkunden aus. Das Schiff wird nun zu diesem System reisen und alle seine Himmelskörper erkunden. Und das machen wir jetzt. Und zwar, ich würde sagen, wir lassen mal Alpha Centauri erkunden. So. Und dann haben wir ein Konstruktionsschiff. Und das... This is our construction ship, which is used to construct space stations. When an astronomical object, such as a planet, has been surveyed, we can order this ship to build a research station or a mining station to exploit any resources it may have. Okay, das ist unser Konstruktionsschiff, mit dem wir Raumstationen bauen. Wenn ein astronomisches Objekt erkunden wurde, also zum Beispiel ein Planet, können wir diesem Schiff den Bau einer Forschungsstation oder Bergbaustation befehlen, um uns die Ausbeutung etwaiger Ressourcen zu ermöglichen. Diese Schiffe werden auch dazu verwendet, um Sternbasen in unbeanspruchten Systemen zu bauen und sie so für unsere Expansionspläne entscheidend zu machen. Abo ist rausgekommen. Wir sind zum Glück außerhalb seiner Schlagreichweite. Alpha Centauri, das uns nächst. Ich finde das schön. Danke, Diesel, dass du immer wunderbar die Infos machst. Denn The Dieselhawk, von dem habe ich dieses wunderschöne kleine Teleskop bekommen. Der ist da noch viel, viel weiter drin. Der hat mich so ein bisschen. Ja. Jetzt gibt es hier nämlich die Mission. Ich kann jetzt hier... Nee, das kann ich noch nicht. Da fehlt mir noch Mineral. Mit Rechtsklick kann ich dann hier alles bauen, sozusagen, wenn ich das auf das Sonnensystem gehe. Nicht erneut. Okay. Das heißt, haben wir schon eine Forschungsstation? Muss mal gucken. Also hier sehen wir zum Beispiel die Erde. Man kann auch wunderschön ranscrollen. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Hier ist Luna, also unser Mond. So sieht das dann aus. Ja, und da kann man jetzt hier wunderbar so gucken, was so rundherum ist. Man kann sich dann auch den Mars angucken. Also es ist richtig schön. Ich bin ein erstklassiger Nerd. Ja, richtig. 4 Lichtjahre bis dorthin. Oh, sehr schön, dass ihr euch alle so gut auskennt. So, das ist eine Bergbaustation. Ihr seht jetzt, überall, wo diese Symbole sind, kann man halt Sachen abbauen. Und überall, wo die Zahl lila ist, haben wir bereits schon Bergbaustationen oder ähnliches. Genau, hier ist das Konstruktionsschiff. Das Forschungsschiff. Es ist noch Pause, deswegen ist es noch hier. Und ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Mineralien. Deswegen würde ich sagen, können wir doch hier, glaube ich... Wie war es denn jetzt? Konnte ich das hier rüberziehen oder zum Auswählen klicken? Dann ging es hier Bergbaustation bauen. Und dann wird er angezeigt, wo er überall noch bauen kann. Genau, so war das. Und hier seht ihr dann, in dem System kann man das noch alles machen. Also wir können jetzt hier entweder die Energie-Credits holen oder erstmal die Mineralien. Dann würde ich sagen, lassen wir erstmal die Mineralien hier bauen. Genau, der Bau fliegt jetzt dorthin. Dann können wir uns hier auch noch mal angucken, was es hier alles gibt. Wir haben auch noch eine Schiffswerft. Die Station erstmal. Das ist die Sternbasis unseres Systems. Diese verbesserbaren Stationen markieren das Eigentum des Systems und werden meistens mit der Produktion von Schiffen beauftragt.
Sternbasen können durch Module und Gebäude spezialisiert werden und bilden die letzte Verteidigungslinie gegen feindliche Flotten. Wir können unsere Grenzen durch den Bau weiterer Sternbasen in benachbarten Systemen erweitern oder indem wir feindliche Sternbasen angreifen und übernehmen. Sobald wir mehrere Planeten besiedelt haben, können wir außerdem im Interface der Sternbasis unsere Handelsrouten verwalten. Okay, so hier seht ihr das, was wir hier alles haben, schon was für Gebäude schon drauf sind, was wir dann für spätere Sachen noch dazu bauen können. Das sind diese Modulplätze, die sind aktuell noch leer. So, bin mal essen, wenn mir was ist, schreibe ich dir bei WhatsApp. Okay. Good morning, Dave. Ist Dave hier irgendwo? Okay. Hier haben wir Verteidigung. Viergul, danke schön für dein Follow. Danke, dass du kleben geblieben bist. Ich freue mich. Schön. Und ich hoffe, wenn du Tipps hast und so, ihr könnt mir gerne helfen. Also, ich würde sagen, heute ist Backseat Gaming mal erlaubt. In einem gemäßigten Rahmen natürlich. Weil ich muss es ja ein bisschen lernen. Okay. Wir haben noch keine Verteidigungsplattform. Hier oben steht man auch, was man kaufen könnte. Aber da fehlen zum Beispiel aktuell ein paar Legierungen. Hier oben habt ihr die Rohstoffe. Also, wenn man drüber geht, sieht man immer, was es ist. Also hier zum Beispiel Energiekredits, hier Mineralien, Nahrung, Konsumgüter, Legierung, Einfluss und Einigkeit. Hier ist die Bevölkerung zum Beispiel. Tipps. Uff, mit Menschen kenne ich mich nicht aus. Cool. Schiffswerft. So. Ah, okay. First Fleet. 3 Korvetten. Okay. Wir hatten doch hier irgendwo. Genau, den Ships in use within our empire are designed here. New hull sizes and components will be unlocked as we research new technologies. Genau, hier ist der Schiffsdesigner, da kann man sich Schiffe zusammenstellen. Und mir wurde gestern als Tipp gesagt, dass ich erstmal. Wie ging das? Warte mal, wie hat er das gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. Designs automatisch generieren? Wie war denn das? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich versuche spirituelle Nekroide zu fokussieren. Spirituell, weil die zu Psioniker werden können. Und Nekroide, weil ich Viergul bin. Ich will andere Lebewesen futtern. Sehr schön. Ging denn das? Das hat er mir doch gestern erst gezeigt. Wir haben doch hier die neue Vorlage. Ah, erstmal hier raus. Okay. Automatisch fertigstellen. Automatische Verbesserung. Und dann konnte ich das wo speichern? Ah, hier. Ah, noch sind die wirklich gleich. Und der wird das automatisch, genau. So war das irgendwie. Naja, wie gesagt, es wird ein bisschen dauern. Ich muss mich erstmal in das Spiel so richtig reinfitzen. Es sah gestern richtig cool aus. Und wir machen jetzt mal eine neue Vorlage. Wir machen mal eine Verteidigungsplattform. Automatisch fertigstellen. Automatische Verbesserungen an und speichern. Die können wir wegmachen. So. Da wird jetzt automatisch verbessert. Okay. Nee. Abbrechen. Okay. So, da haben wir das jetzt erstmal gemacht. Jetzt würde ich sagen, können wir erstmal ein bisschen... Auf Space kann ich es direkt steuern. Okay. So, jetzt seht ihr auch, jetzt geht hier was los. Jetzt fliegen die los. Das Konstruktionsschiff. Beziehungsweise... To overcome the vast distances that separate star systems, our scientists have developed the hyperdrive. This device permits travel at speeds far exceeding that of light between systems connected by hyperlanes. Zur Überbrückung der riesigen Entfernungen zwischen den Sternensystemen haben unsere Wissenschaftler den Hyperantrieb entwickelt. Dieses Gerät ermöglicht zwischen Systemen, die über Hyperraumrouten verbunden sind, schnellere Flüge als mit Lichtgeschwindigkeit. Interstellare Flüge entlang von Hyperraumrouten sind extrem schnell, aber ausschließlich auf das galaktische Hyperraumnetzwerk beschränkt. Das sichere Eintreten in den Hyperraum ist nur am Rand des Systems möglich, wo die Gravitation keine Wirkung mehr hat. Okay. So, jetzt sind wir hier rausgeflogen. Jetzt können wir mal ins System gehen. Jetzt sehen wir gerade, ihr seht hier schon,
Das Konstruktionsschiff baut jetzt hier die Mine aus. Und das Forschungsschiff macht gerade noch, was macht's? Es bewegt sich noch. Erkundung von Alpha Centauri. Also es ist bei 0% aktuell noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist. 6%. Ah, jetzt sind sie schon hier drin. Guckt. Hier ist unser Schiff. Und hier seht ihr zum Beispiel jetzt das Sternensystem von Alpha Centauri. Und schön, dass du wieder da bist, Haspi. Hab mich schon gewundert. Construction complete. Oh, jetzt haben wir die Bergbaustation, ist jetzt schon fertig. Ihr müsst hier oben immer im Auge behalten, dass es im besten Falle die Werte alle auf Plus sind. Aktuell sieht es da wirklich gut aus. Das Konstruktionsschiff ist jetzt wieder fertig. Und jetzt wird hier gerade zum Beispiel Alpha Centauri immer noch erkundigt. Ihr seht jetzt hier das Doppelsternsystem. Und hier oben seht ihr zum Beispiel auch Proxima Centauri. Wir können ja mal kurz ranscrollen. Also das sind die beiden, das sind Klasse G und Klasse K Sterne. Es gibt hier verschiedene Spektralklassen bei Sternen. Oh, hier fliegt was durch die Gegend. So, sehr schön. Geschmolzene Welt. Noch eine geschmolzene Welt. Hier ist Alpha Centauri 4, eine tropische Welt. Da könnte eventuell was möglich sein. Da könnte man eventuell sogar kolonisieren. Ich werde aber gleich mal New World zocken gehen. Oh, Haspi. Schade, aber okay. Hier ist auch noch eine Möglichkeit, eine kontinentale Welt. Und hier seht ihr noch Proxima Centauri. Ist ein Klasse M-Stern, also ein roter Zwerg. Die sind extrem langlebig. Weil die irgendwie... Wie war denn das? Weil die nicht so viel Wasserstoff nicht so schnell verbrennen. Irgendwie so. Ich gehe mal weiter auf die... Das Konstruktionsschiff ist nämlich fertig. The government screen presents us with information regarding our and its government. Here we can see our ruler and any related effects. Die guckt aber böse. Okay. Das ist dann unser Herrscherbildschirm. Es gab gestern noch irgendeinen Tipp. The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked. Im Bildschirm Tradition werden die Traditionsbäume angezeigt, die unserem Reich zur Verfügung stehen. Ein Traditionsbaum muss erst freigeschaltet werden, bevor Traditionen in ihm freigeschaltet werden kann. Das Annehmen eines Traditionsbaums oder das Freischalten einer bestimmten Tradition kostet einen bestimmten Betrag an Einigkeit. Und während wir weitere Traditionen freischalten und unser Reich immer mehr wächst, steigt dieser Preis. Mit einem Klick auf Auswählen könnt ihr euren ersten Traditionsbaum freischalten. Das geht aber noch nicht, weil wir noch nicht so viel Einigkeit haben. Da brauchen wir 300. Rote Zwerge sind die langlebigsten Sterne, weil sie dank ihrer sehr geringen Schwerkraft ihren Vorrat an Wasserstoff nur sehr langsam zu Helium verschmelzen. Naja, war ich nicht ganz so falsch, was ich gesagt habe. So, Flotten. In the Fleet Manager, we can create templates for our military fleets. As our fleets grow in size, these templates make it easier to quickly order replacements for any losses they may have sustained. Oh. Die UNS Aldrin hat auf Alpha Centauri 4 einen verblüffenden Fund gemacht. Auf dem Planet wimmelt es nur von Alien-Lebensformen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir auf Lebensformen getroffen, die nicht von der Erde stammen. Diese erstaunliche Entdeckung hat jene zum Schweigen gebracht, die glaubten, wir wären alleine im Universum. Obwohl keine der Alien-Kreaturen auf Alpha Centauri 4 fühlend sind, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf fühlende Wesen treffen. Wahrscheinlich sind wir nicht alleine hier draußen. Oh, habt ihr das gehört? Das ist doch cool. Hallo Exi, schön, dass du da bist. Unsere Sonne hat gar nicht mehr so lange, ne? Aliens, pfff, Lügenpolitik. Flottenmanager, warte mal, wir hatten doch gerade... Schiffsdesigner hatten wir, Gesellschaft hatten wir. Hier, empire-wide edicts, practices that can be enforced by spending some of our resources, can be enacted. Erstmal, hier können reichsweite Erlasse, Praktiken, die durch den Einsatz einiger unserer Ressourcen durchgesetzt werden können, eingesehen und erlassen werden. Nee, glaube ich auch nicht. Ganz freie Allianz der Menschen ist von den Neuigkeiten über Alienleben begeistert. Die Aliens sind nach menschlichen Standards zwar kaum intelligent zu nennen, aber diese faszinierenden Wesen lassen sich nicht so leicht klassifizieren. Letzteres ist ein Hinweis auf die unglaublichen Komplexitäten und Möglichkeiten des Universums.
Es gibt sogar ein Expansions... Ich muss mir erstmal durchklicken. Kontakt. In the contact screen, we see a detailed list of all the various empires we have encountered. Their opinions of us are visible at a glance. And we can quickly and easily engage in diplomacy. Stellaris muss ich auch mal... Warum wundert mich das nicht, Exi, dass gerade dir solche Spiele gefallen? Wahrscheinlich, weil sie im Weltraum spielen. Beziehungsweise die Erde schon, aber unsere Spezies nicht, das glaube ich auch. Unsere jüngste Begegnung mit fremden Lebensformen hat die alte Debatte darüber, wie wir mit potenziell intelligenten Zivilisationen in Kontakt treten sollten, neu entfacht und plötzlich noch dringlicher gemacht. Während einige dafür plädieren, sich darauf zu konzentrieren, so schnell wie möglich freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, indem man sie mit einer Friedensbotschaft kontaktiert, raten andere zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass wir nicht wissen können, ob sie uns gegenüber böse Absichten hegen. Und dass es unklug wäre, zu viele Informationen über uns offenzulegen, bis es wirklich notwendig ist. Natürlich empfangen wir die alle mit offenen Armen. Herzlich willkommen! War vielleicht gar nicht so schlau. Aber egal. Es ist ja nur ein Spiel. Aussterben ist die Konstante der Evolution, richtig. The Situation Log displays a list of all currently available special projects, archaeology sites, and various other points of interest. New items will likely appear as we begin exploring the galaxy. So, das wollte ich hier unbedingt noch. Das Situationsprotokoll, was ich gerade hier offen hatte. Im Situationsprotokoll findet ihr eine Liste aller derzeit verfügbaren Spezialprojekte, archäologischen Stätten und verschiedene andere interessante Dinge. Sobald wir mit der Erkundung der Galaxie beginnen, wird es wahrscheinlich rasch zu Neuanträgen kommen. Okay, jetzt hat sich hier schon irgendwas getan. Moment. Ah, wir können jetzt was auswählen. Genau. Und zwar... Was haben wir denn? Entdeckung? Ich würde fast die Entdeckung nehmen. Ich glaube, die ist am coolsten. Ein neues Zeitalter der Entdeckung steht uns bevor. So wie wir einst die Oberfläche unserer Heimatwelt kartografiert haben, müssen wir nun ein neues Terrain vom Terrain meistern. Und zwar den Weltraum. Da draußen wartet eine ganze Galaxie voller Wunder darauf, von uns entdeckt zu werden. Wie cool. Du willst Maschinen, Vögel, Pflanzen und Steine mit offenen Armen empfangen? Ich weiß ja nicht. Nekroid ist definitiv nicht. Anomaly found. Okay, als unser Forschungsschiff die Oberfläche von Proxima Centauri B scannt, wird schnell klar, dass wir etwas Außergewöhnliches gefunden haben. Die Rotation dieses Planeten um seine Sonne verläuft synchronisiert. Das bedeutet, dass auf der einen Seite immer Tageslicht herrscht, während es auf der anderen Seite immer Nacht ist. Aufgrund dieser Verhältnisse ist seine Bewohnbarkeit eingeschränkt. Genau, das bedeutet, so wie ich das gelernt habe, also bei uns ist es hier, es ist wie mit dem Mond, also... Wir sehen sozusagen, eine Seite ist immer heiß und die andere ist immer kalt, weil dieser Planet keine Eigenrotation hat, sondern nur die Revolution um die Sonne. Und das bedeutet, dass eigentlich nur der kleine Streifen ungefähr in der Mitte zwischen der bestrahlten Seite und der abgedunkelten Seite. Da gibt es dieses kurze Band. Das ist eine habitable Zone. Dort kann man eigentlich nur leben. Weil ansonsten auf der einen Seite würde man verglühen und auf der anderen Seite erfrieren. So würde ich das jetzt auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Mond hat eine Revolution. Naja, um die Sonne. Um die Erde. Die Rotation und Revolution hat man in Astronomie. Nee, Rotation ist die... Drehung um die eigene Achse. Und die Revolution bedeutet halt sozusagen die Bewegung um einen anderen Körper, einen anderen Massekörper. Okay. Verblüffend. Was haben wir gefunden? Die äußerst merkwürdige Umlaufbahn von Proxima Centauri B um seinen roten Zwergstern führt zum Phänomen der gebundenen Rotation, heißt es nämlich auch. Und könnte möglicherweise weitere Untersuchungen finden. Nee, wir erforschen, natürlich erforschen wir. Und hier hat man die Entdeckung. So. Wir nehmen das an. Ja. Wir gehen jetzt voll auf Entdeckung. Genau, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir den Rest machen können. Okay. We have found an anomaly. Oh. From time to time, our science ships will make these discoveries while surveying alien worlds. Anomalies can be researched by a scientist, if their skills are up to the task. Dann können wir in der Galaxie lauter McDonalds öffnen. Natürlich. Wir haben eine Anomalie gefunden. Von Zeit zu Zeit machen unsere Forschungsschiffe bei ihrer Erkundung fremder Welten diese Entdeckung. Anomalien können von Wissenschaftlern erforscht werden, wenn deren Fähigkeitsstufe für diese Aufgabe ausreichend ist.
Entdeckte, aber unerforschte Anomalien werden im Reiter Anomalien aufgeführt, der sich im Situationsprotokoll befindet. Anomalien müssen erforscht werden, bevor der Planet, auf dem sie gefunden wurden, kolonisiert oder anderweitig ausgebeutet werden kann. Gebundene Rotation nennt man das, oder auch Gezeitenbindung, Umlaufzeit gleich Rotationszeit. Anomalien nicht immer sofort erforschen, da steht rechts, wie schwer es ist. Wenn es rot ist, muss der Wissenschaftler... Oh, okay. Okay, das Konstruktionsschiff hat jetzt noch Pause. Das kann eigentlich jetzt hier noch den Merkur erkunden. Das Forschungsschiff hat noch zu tun. Da würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Markt. Via market screen we can buy and sell resources. At first this is merely an internal market. But if enough empires establish contact, I expect they might form some sort of galactic market. Okay, wir haben nur einen Zugang zum Binnenmarkt, aber ich finde hier gerade... Abbrechen. Ah, okay. Binnenmarkt bedeutet sozusagen, was wir alles auf der Erde kaufen können. Beziehungsweise auf den Stationen, denke ich. Proxima Centauri B. Solange wir Menschen in der Lage sind, zu den Sternen zu blicken... Um nach einer neuen Heimat zu suchen, war Proxima Centauri B nichts weiter als ein naiver Traum. Ein Ort, auf den wir mit Zuversicht blickten, eine neue Heimat. Leider mussten wir, als unsere Teleskope besser wurden, feststellen, dass sich der Planet in einer gebundenen Rotation befindet und es sich bei ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine gefrorene Höllenlandschaft handelt. Eine Theorie, die wir heute bestätigen konnten. Es gibt jedoch auch Hoffnung. Diese Welt besitzt alle Bausteine, die wir für einen bewohnbaren Planeten benötigen würden. Und vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß, um sie aus ihrer gebundenen Rotation zu schubsen. Danke, dass du uns so lange inspiriert hast, Proxima Centauri B. Oh, das ist traurig. Ein weiterer Exoplanet auf unserer wachsenden Liste. Wie machen wir das? Okay, genau. Im Markt könnt ihr Ressourcen kaufen und verkaufen. Zu Beginn ist dies nur ein interner Markt, aber wenn genügend Reiche Kontakt aufnehmen, könnten sie einen galaktischen Markt gründen. Ressourcen können hier über die entsprechenden Schaltflächen gekauft und verkauft werden. Beachtet jedoch, dass der Kauf oder Verkauf einer Ressource den Preis dieser Ressource erhöht bzw. senkt. Im rechten Abschnitt können außerdem automatische monatliche Handelsabkommen eingerichtet werden. Okay, das heißt dann so eine automatische... The planets and sectors screen provides an overview of all our colonized worlds, their pops, and their resource output. As our empire grows, it can be organized into sectors, which are helpful for administering larger empires. Okay. Sectors can be automated here, and if they are automated, they can be given a specialization and resources to enable planets within them to construct their own buildings. Okay, hier sehen wir dann, wenn wir verschiedene Systeme haben, beziehungsweise Planeten. Erobert haben. Das ist aktuell ja nur die Erde. Und das können wir dann später dann auch noch ein bisschen aufteilen. Was ist denn der Expansionsplaner? In the expansion planner, we find nearby habitable planets that may present opportunities for colonization. We can build colony ships and issue them orders directly from this screen. Okay, der Expansionsplaner befinden sich bewohnbare Planeten in der Nähe, die geeignete Kolonisationsziele darstellen könnten. In diesem Bildschirm können auch Kolonieschiffe gebaut werden und ihnen direkte Befehle erteilt werden. Bevor ein Planet kolonisiert werden kann, muss er erst erkundet und etwaige Anomalien erforscht werden. Außerdem muss eine Sternbasis im System des Planeten errichtet werden, damit dieser innerhalb unserer Grenzen liegt. Okay, was ist das? Bewohnbarkeit Menschen 70%. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Es ist noch keiner kolonisierbar. Okay. Hier können wir nicht leben. Auf dem Mars können wir nicht leben. Und auf Proxima Centauri B können wir auch nicht leben. Terraforming-Kandidat. Okay. Hier kann man dann vielleicht irgendwann mal Terraforming machen. Okay, was ist das? Okay. Ja, ich würde erstmal gucken, was wir noch hier haben. Richtlinien, Erlasse, Gesellschaft, Fraktion, Technologie, Ansprüche, Spezies, Anführer. The Leaders tab lets us plan, dismiss and assign idle governors, scientists, admirals and generals.
Okay, hier kann man das auf jeden Fall anwerben. Okay. Wie, du spielst die Menschheit? Ja, ich bin ganz langweilig. Ich habe mal angefangen mit der Menschheit, aber ich werde mir definitiv irgendwann mal was anderes nehmen. Ich habe einen Privatspielstand gestern angefangen mit den, ich glaube, wie heißen die? Lithoiden oder sowas? Diese Kristallwesen? The species screen lists all types of nominally intelligent beings we have encountered. We can toggle species to display only citizens of our empire or all known denizens of the galaxy. Okay, Ansprüche ist klar, Fraktionen eigentlich auch. The faction screen gives an overview of the populace's political leanings. Be aware that shifts in the socio-political climate may give rise to factions. Details on faction sizes, attractiveness to our pops, and how content they are can also be found here. Okay, bisher gibt's noch keine Fraktion. Ja, ich habe alle DLCs. Entschuldigung, ich habe mir alle geleistet, weil ich dachte, wenn ich das Spiel schon spiele, will ich es halt wirklich komplett. Technologie hatten wir schon. Flottenmanager. Flottenkapazität 3. Wir können auch keinen. Was haben wir denn? Okay, jetzt. Wie viele können wir denn? Kein Anführer zugeteilt werden, weil wir noch keinen haben, kann das sein? Oh Gott, Heimatbasis haben wir hier und hier ist die Flotte. Befehlslimit 2, 3. Okay. Kleiner Tipp, falls du mal Multiplayer spielst, es sollte immer der hosten, der die meisten DLCs hat, dann haben in dieser Partie alle Zugriff auf diese DLCs. Das ist ja cool. Ach Quatsch. Warum habe ich das zugemacht? Nochmal. Okay, das ist jetzt hier die Flotte. Nein. Alles gut. Ah, okay. Das wäre sozusagen. Jetzt ist die Baureihe weg. Na, das ist ja doof. Nein. Verdammt, wie kann ich die wieder wegmachen? Ihr seht, dezente Überforderung. Was ist alles verstärken? Klicken, um alle derzeitigen Flotten auf volle Kapazität zu verstärken. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber okay. Okay. So, das Forschungsschiff. Macht gerade nichts, ne? Nee, Quatsch, doch, es hat einen Balken. Was macht's denn gerade? Man kann ja dann hier immer gucken. Erkundung von Alpha Centauri. Macht er 3. Okay, macht er immer noch. Gut, das Konstruktionsschiff baut da noch. Das heißt, wir können erstmal weitermachen. Der baut die. Genau, danach würde ich mir gleich Barnards Stern angucken. Welche Infos hast du denn zu Barnards Stern, Dieselchen? Ah, hier können wir noch ein. Ah, hier können wir noch ein zweites. Können wir noch mehr Schiff. Hier können wir das Kolonieschiff bauen. Warum nicht? Wir wollen ja diesen Planeten, den wir entdeckt haben, auf jeden Fall kolonisieren. Okay, Konstruktionsschiff ist bald fertig. Construction complete. Da ist sozusagen. One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world, so our colonists should be quite comfortable there. Okay, also hier, du hast gesagt, es ist sehr schwer, da sollte man das lieber nicht machen. Verstärken. Wenn du deine Flotte anklickst, siehst du, dass es 3 von 3 Korvetten sind. Wenn du mal gefightet hast und Chips verloren hast, kannst du Verstärken drücken. Da werden dann automatisch in der Werft die zerstörten Chips neu gebaut und zur Flotte geschickt, damit sie wieder 3 von 3 haben. Nicht machen, genau. Mache ich davor erst seine und das wird doch dann gespeichert. Das ist ja nicht komplett weg. Okay.
Okay, unser Forschungsschiff hat gerade eine Welt erkundet, die einen hervorragenden Standort für unsere erste Kolonie abgäbe. Da sie zur selben Planetenklasse wie unsere Heimatwelt gehört, sollten sich unsere Kolonisten dort ziemlich wohlfühlen. Bevor wir diese Welt kolonisieren können, müssen wir allerdings erst unsere Grenzen erweitern. Dies ist durch den Bau einer Sternbasis mit Hilfe eines Konstruktionsschiffes möglich. Okay, das machen wir dann natürlich gleich. Das hat man schon. Okay, Titan können wir noch auf jeden Fall. Well done. Oh. The first survey of a star system beyond our own has been completed. Alpha Centauri ist vollständig erkundigt. Okay. Und unser Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Okay, was ist das? Ingenieurforschung. Hier müssen wir eine Forschungsstation bauen. Okay. Dann machen wir das hier auch. Okay. Barnards Pfeilstern ist ein uns sehr nahegelegener roter Zwergstern. Er hat die höchste scheinbare Eigenbewegung aller bekannter Sterne. Das liegt daran, dass er einerseits eine recht hohe absolute Eigenbewegung hat und uns dazu recht nahe ist und die Eigenbewegung mehr oder weniger orthogonal zu unserer Sichtlinie liegt. Sehr cool. Ach, schön. Ich mag das in so viel... Okay. A starbase can be built around stars. We may want to consider building a second science ship. Das mach mal. Schiffswerft wird jetzt noch das Kolonieschiff. Hier gibt's eine Baureihe. Okay, also ein zweites Forschungsschiff. Macht man dann auch rein. Hier könnte man die Priorität noch ändern, dass das zuerst gebaut wird. Ich brauche mir noch ein Konstruktionsschiff. Ich will einfach bauen. Es macht Spaß. Oh, was ist hier los? Anomalie gefunden. Okay, das ist dieses Anomalienfenster. Okay, das ist vorerst sein lassen. Okay, was ist das? Ah, okay, das ist jetzt immer hier oben. Ah, zum Ausblenden rechts. Okay, und auf F2 hole ich mir das wieder, wie ich das richtig verstanden habe. Anomalien. Okay. Okay, das wissen wir. Okay, okay, okay. Das hatten wir. So, hier können wir, sind wir aufgestiegen. Hier können wir jetzt die erste Stufe machen. Erkundungsgeschwindigkeit 35%. Würde ich machen. Das will ich. Wir sollen schneller erkunden. Da habe ich immer mehr Bock drauf. Kann auch mit Wissen prahlen. Titan, größter Mond des Saturn im Solsystem. Er ist die Ordensfeste der Grey Knights. Okay. Construction complete. Okay, Titan ist jetzt auf jeden Fall hier. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Forschungsschiff ist fertig. Und da würde ich sagen, erkunden wir jetzt Barnards Stern. So sieht er aus. So. Forschung. System erkunden. Sehr schön. Und das Konstruktionsschiff kann hier eine Sternenbasis bauen. Und dann geht's schon los. Hallo, Mr. Hinner. Kommst du klar mit Stellaris Komplexität? Ich versuch's. Es ist, wie gesagt, mein erstes Mal. Ich habe gestern ein kleines, einstündiges Tutorial gemacht. Ich habe hier ganz, ganz viele liebe Leute, die mir ein bisschen helfen. Es macht halt sau viel Spaß. Und... es wird ein bisschen dauern. Ich werde da hier wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Aber es macht halt super, super, super viel Spaß. Eigene Flotten. Die First Fleet und die Yangtze. Okay. Was ist jetzt hier noch da? Okay. Das Konstruktionsschiff macht gerade dorthin. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich auch fragen. Hab so die ein oder andere Stunde in dem Spiel. Ich will gar nicht wissen. Ihr habt bestimmt alle schon 100.000 Stunden. Okay, jetzt kommt hier... jetzt habe ich Forschungsschiff. Kolonieschiff ist jetzt zum Beispiel hier. Mosambik. Okay. Wir können uns das hier auch mal angucken. Hier, so sieht die so sieht unsere Station aus. Guckt mal. Sieht das nicht cool aus? Das ist unsere Sternstation im Sol-System. Mit den Schiffen dazu. Das sind, glaube ich, die drei Korvetten hier. Ich glaube, sowas hier könnte das Kolonieschiff sein, das große, genau.
Spielst du ohne DLCs und Mods? Science ships means double the fun. Oh, I haven't been this excited since we completed the last assignment. Ich muss immer mal Pause machen. Spielst du ohne DLCs? Nee, ich habe alle DLCs gekauft. Also ich habe auch alle DLCs, sind glaube ich standardmäßig aktiviert. Die sind wirklich alle dabei, weil mir ging es darum, ich liebe Astronomie, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier mein süßes Teleskop, Einsteigermodell natürlich, aber ich fand das so toll und so die Aufbausimulation mag ich ja sowieso generell ganz gerne. Ich habe auch das Handyspiel von Stellaris schon gespielt, das fand ich aber jetzt nicht so toll, weil es halt doch sehr, Pay-to-Win ist, damit man das schafft, aber so konnte ich zumindest so ein paar Sachen wie die Ressourcen und so kennenlernen. Bisher sieht ja wirklich alles ziemlich gut aus. 130 Euro bei Steam gelassen? Es gibt ein Handyspiel. Ja, musst du mal gucken. Im App Store bzw. im Google Play Store Stellaris eingeben. Es gibt ein Handyspiel, tatsächlich. Aber das fand ich irgendwie nicht so toll, weil du halt wirklich... Es ist doch ziemlich anders. Okay, wir haben doppelt so viele Forschungsschiffe. Okay. Ich arbeite viel mit Pause, Leute, also bitte nicht zu sehr kritisieren. Ich versuche das hier alles ein bisschen zu lernen. Jetzt können wir nämlich einen auch hier hinschicken, zum Sirius. Zuerst mal okay. Ja, das haben wir gefunden. Und das zweite Forschungsschiff schicken wir jetzt hier hin zum Akku. Nein, das können wir nicht. Ah, da müssen wir einen Anführer zuteilen. Okay, da müssen wir noch einen zweiten dazu machen. Erfahrungszuwachs 25%, Erkundungsgeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit. Da würde ich vielleicht Joaquin Batista machen, weil Erfahrungszuwachs ist auch nicht schlecht. Pausen sind extrem wichtig, vor allem wenn man das Spiel lernt. Ja, deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich immer mal, wenn das aufploppt, mal schnell Pause drücke, damit ich hier nicht zu viel Zeit verliere. Falls es dir zu langsam, zu schnell ist, kannst du auch bis zu 2 Stufen in jede Richtung das Speed verändern. Ja, ich glaube, das ist hier Plus und Minus. Ich würde jetzt erstmal ihn. Was ist dieser Balken? Schon die Erfahrung. Okay. So. Jetzt haben wir ihn. Und er geht jetzt. Er erkundet jetzt das Sirius-System. Sehr schön. Und hier müssen wir dann erstmal das Konstruktionsschiff. Haben wir das schon hingeschickt? Genau. Das baut jetzt hier dann erstmal die Sternbasis. So rum war das. Du brauchst einen neuen Wissenschaftler. Du musst einen neuen rekrutieren. Oh, verdammt. Ja, so ist das. Das ist natürlich doof. Okay, also mache ich den wieder rein. Okay, da ist das jetzt erstmal wieder... Scheiße. Ja, sorry, das ist das. Hier. Jetzt sind erstmal alle wieder da, ne? Exi, du bist ein... Du bist frech. Jetzt muss ich ein Spiel lernen und dabei noch singen. Es tut mir leid an alle, die heute neu dabei sind und hier zuschauen. Ich habe ein paar Kanalpunkte. Und wenn die meine Zuschauer einlösen, muss ich das machen, was erwünscht wird. Also muss ich jetzt singen. So, wo muss ich jetzt draufklicken, damit ich jetzt wieder jemanden rekrutieren kann? Hier, glaube ich, war das. Einen Wissenschaftler muss ich rekrutieren. Okay, ich glaube, so war das ganz gut. Archäologe, Entdeckungschance und Erfahrungszuwachs. Wen würdet ihr mir denn empfehlen? Wen würdet ihr mir empfehlen? Eins oder zwei sind beide gut, dann nehmen wir den Omar El-Batz. Und dem können wir jetzt die zweite Flotte zu. So, wo war er denn? Wo war hier verfügbar? Ah, jetzt sehe ich auch die Texte darunter. Hier steht unter dem Bild, wo der jeweilige eingesetzt wird. Okay. Puh, das war nochmal mit
Viel Glück, das Richtige und weiter geht's. Good. The scientist has assumed command of our new science ship and can now be sent off at our leisure to explore new systems and or meet some grisly fate. Das stimmt. Okay. Hier wird gerade die Sternenstation gebaut und da bin ich mal gespannt, wenn dann sofort hier unsere Welt kolonisiert wird. Oh, jetzt ist das Ding erstmal wieder vorbei. Es tut mir wirklich so leid. Wenn man sich dann mal mit dem Spiel auskennt, kann man das mit den Mods nochmal deutlich aufpeppen. So wird es nie langweilig. Oh, das kann ich mir vorstellen. So, wir müssen ja immer drüben mal gucken, was gerade passiert. Oh Gott. Nein. Ein einzelner stolzer Komet fliegt von der Erde aus gut sichtbar durch das Sonnensystem. Dynamisch und unaufhaltsam bahnt er sich seinen Weg durch den Kosmos. Dies ist das Ideal, nach dem alle Menschen streben. Okay. Zufriedenheit 5%, na gut. Den müssen wir abschießen, echt? Wo denn? Erstmal sind alle zufrieden, sehe ich. Oh, okay, das Forschungsschiff. Barnards Stern. Okay, wir haben auf Barnards Stern drei Artefakte einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Wenn es stimmt, was wir von diesen Artefakten gelernt haben, dann war diese Zivilisation eine Art von Föderation, die aus vielen verschiedenen Alienrassen bestand. Sie nannten sich selbst die Liga der Ersten und scheinen unter relativ friedlichen Bedingungen vor ungefähr 2 Millionen Jahren gelebt zu haben. Das Barnards-Sternensystem liegt in dem Weltraumbereich, der wohl das Kerngebiet ihres Territoriums war. Unter den Artefakten befindet sich aber auch ein Kartenteil, der darauf zurückschließen lässt, dass diese Liga der Ersten von ihrem Zusammenbruch einst wohl einen bedeutenden Teil unserer Galaxie beherrschte. Ah, oder doch nicht. Es gibt einen, der Kurs auf dem Planeten nimmt. Den musst du dann abschießen, aber der scheint vorbeizufliegen. Glück gehabt. Also krass, guck mal, die hat vor 2 Millionen Jahren gelebt. Vielleicht wurden die ja durch die Reaper ausgerottet. Nee, falsches Franchise. Irgendwie. Interessant auf jeden Fall. Oh. Wir haben einige kleinere Artefakte entdeckt. Bei ihnen handelt es sich um eine abseitige Ressource, ein Sammelbegriff für sonderbare Gegenstände, die wir nicht verstehen und die tatsächlich unerklärlich bleiben konnten. Unabhängig davon, was ein einzelner Gegenstand tut, kann diese Ressource dazu verwendet werden, um eine Vielzahl von Entscheidungen auf dem Bildschirm, Relikte und kleinere Artefakte zu treffen, der in einem Reiter des Gesellschaftsinterfaces zu finden ist. Okay. Stellaris hat auch so ein paar böse Dinge. Lass dich überraschen. Na, da bin ich mal gespannt. Na gut. Irgendwas war im Situationsprotokoll doch, ne? The Victory Screen lists certain conditions that we can strive to fulfill. Okay, Siegesbildschirm gucken wir uns dann an. So, Konstruktionsschiff ist bald fertig. Oh Gott. Wochen nach dem Fund von außerirdischem Leben überschlugen sich die menschlichen Xenologen praktisch, um ihre Erkenntnisse über die Funde auf Barnards Stern 3 zu veröffentlichen. Dieser fieberhafte Sturm in der wissenschaftlichen Gemeinde hat auf die Fortschritte in anderen Forschungsgebieten negative Einflüsse, wenn auch nur vorübergehend. Okay. Nicht so gut. So, gleich ist es soweit. So, Konstruktionsschiff. Wie ihr auf der Galaxiekarte sehen könnt, haben sich unsere Grenzen unseres Reiches um das System erweitert, indem wir unsere neue Sternbasis errichtet haben. So, wir haben ja erstmal die Sternbasis. Und wenn wir jetzt auf die Galaxiekarte gucken, seht ihr... Hui, wie schön, guckt mal. Jetzt ist es ja schon größer geworden. Jetzt sieht man schon die Nachbarsysteme. Was haben wir hier? Prokion. Und? Ophioglia. Gibt's das alles? Dieselchen. Oh, jetzt haben wir hier einen Baustein. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay. Das heißt... Das hat jetzt erstmal hier wieder Zeit. Das heißt, du könntest doch theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich hier Rechtsklick mache, Bergbaustation bauen. Genau. Die Forschungsschiffe haben zu tun und das Kolonieschiff kann jetzt diesen Planeten kolonisieren.
Auf Alpha Centauri 3 kannst du noch keine Kolonie erfahren. Da musst du erst noch die Anomalie machen. Ach so. Du meinst Alpha Centauri 4, oder? Ist das da, wo sehe ich denn das hier? Und hier kann ich das noch nicht machen. Ah, nee, hier, das. Aber das kann ich machen. Hier kann ich schon kolonisieren. Okay. Wie cool. Kolonisieren. Okay, wir haben hier eins. Planetenmerkmale. Okay, also ein paar Sachen sind nicht so toll. Unpassierbares Gelände. Okay, haben wir. Gefährliche Tierwelt. Dichter Dschungel. Giftiger Seetang. Aber wir haben auch ein paar gute Sachen wie heiße Quellen. Mineralfelder und grüne Hügel. Benennung unserer Kolonie. Wie wollen wir denn den Planeten nennen? Wie nennen wir den Planeten? Alpha Centauri Prime? Ist ja uncool, wenn es so klingt wie die Stadt. Prokion, ja, die anderen sind wohl ausgedacht, ne? Schade. Hätte ich mich gefreut, wenn es hier noch ein paar andere gegeben hätte. Ein paar echte sozusagen. Alpha Centauri Prime. Dort gibt es bestimmt Wildschweine. Ach, wahrscheinlich. Ich würde unsere erste Kolonie einfach mal Eden Prime nennen. Du kannst die Planeten nach deinen Viewern nennen. Das kann ich machen. Ich würde die erste aber Eden Prime nehmen. Wer mir öfter zuguckt, der weiß warum. Aber vielleicht nennen wir die zweite dann immer so nach ein paar... Björn, mal gucken. Okay, und damit geht das jetzt los. Und damit können wir jetzt erstmal Pause wieder machen, weil jetzt sind erstmal alle Schiffe beschäftigt. Alpha Centauri A, okay, der wird gerade hier was für die Energie-Credits gemacht. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus, ne? Was kann man denn... Oh Gott. Eine neue Stufe. Sehr gut. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay. Oh Gott, wir haben eine archäologische Stätte entdeckt. Ah, hier oben. The archaeology window shows details of the currently selected archaeology site. After progress is made, you can still go back and read previous stages by clicking the rune icons. Das Archäologiefenster zeigt Details der aktuellen ausgewählten archäologischen Fundstätte an. Nachdem eine Phase abgeschlossen ist, könnt ihr durch Klicken auf die Runensymbole zurückgehen und die Beschreibung der vorherigen Stufen lesen. Um die Geheimnisse einer Fundstätte zu lüften, muss ein Wissenschaftler einen Durchbruch erzielen und so jede einzelne Phase der Stätte durchlaufen. Wissenschaftler mit relevanten Merkmalen und einer höheren Fähigkeit beschleunigen den Prozess des Fortschritts zur nächsten Stufe, während ein höherer Schwierigkeitsgrad einer Ausgrabung diesen Vorgang verlangsamt. Jeder Wissenschaftler, der eine Fundstätte lang genug untersucht, wird Hinweise sammeln, die einen Durchbruch wahrscheinlicher machen. An die Stellaris-Spieler. Gibt es die Möglichkeit, die Schriftgröße ein bisschen größer zu machen? Ich finde es ein bisschen anstrengend mit der Zeit, also mit der kleinen Schrift. Notfalls gibt es vielleicht ja einen Mod dafür oder sowas. Okay. Grabung abbrechen. Wissenschaftler. Ihr könnt eine archäologische Stätte außerhalb eures Reiches nicht... Okay, wir sind... Wo ist denn das? Ach, Sirius, okay. Na gut. Moin, moin, The Sakatis. Herzlich willkommen zu Stellaris, meiner allerersten Stellaris-Runde überhaupt. Und deswegen bitte ich um Gnade, dass ihr Gnade walten lasst. Mit einer Anfängerin. Okay. Haben wir das auch. Okay, die sind erstmal alle beschäftigt. Hier ist das mit der... Okay, das können wir wieder erstmal ausblenden. Können wir das auch wieder hier anzeigen lassen? Nee, Anomalien, Situationsprotokoll. Spore? Für große? Sorry, ich bin gerade überfragt. Mods gibt es dafür.
Mods gibt's ja. In Vanilla kannst du etwas größer stellen in den Einstellungen, kann aber Sachen rausbuggen, deswegen würde ich dir eher das Mod verwenden. Lul, was macht denn The Sakatis hier? Ja, so, ah, ja, das kenne ich. Das Spiel. Oh Gott, bin ich gerade doof? Es ist auf jeden Fall... Okay, also wie gesagt, allererste Runde. Spore ist, glaube ich, schon ewig lange her. Ausgrabungsstätten findest du auch in der F2 unter dem Reiter Situationsprotokolle. Hier ist abgestellt. Anomalien finde ich, Situationsprotokolle. Ach, hier ist die Blase, okay. Liga der Ersten, gefundene Artefakte, Mandat bis zu Ende der Amtszeit. Okay, ja, ich glaube, das kenne ich auch wirklich. Spore ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Mitbewohner. Planetenliste hatten wir. Okay, wir machen jetzt erstmal ganz gemütlich weiter. Es ist ja erst, wir sind ja erst 3 Jahre im Amt. Ich werde mir in der Zwischenzeit noch was zu trinken einschütten. Wie geht's dir, Sakatis? Wie bist du hierher gekommen? Wie hast du mich gefunden? Ich bin unsichtbar. Boah, da war sogar ich noch hier. Okay, das Forschungsschiff hat jetzt erstmal das Banar-System komplett erkundet. Okay. So, was haben wir denn hier? Findet man sich hier irgendwas? Wir finden zumindest auf dem eine Forschungsstation, da kriegt man was für Physikforschung. Ansonsten viel mehr gibt es hier in diesem System nicht. Giftige Welt. Naja gut, Konstruktionsschiff hat gerade noch zu tun. Ich würde vielleicht sogar mal ein zweites Konstruktionsschiff bauen. Das wäre doch mal eine Idee, ne? Da kann das Forschungsschiff, glaube ich, weiterfliegen. Können wir hier schon hin? Nee, ne? Können ja ein Prokion. Prokion? Ja, Prokion erkunden. Aber hier kann man, glaube ich, noch nicht hin. Aber das Forschungssystem ist das, glaube ich, zu weit. System aufdecken, System erkunden. Nein, wir machen erstmal Prokion. Okay. Schön. Ah, das Spiel macht schon Spaß. Also ich glaube so richtig, wenn ich da immer so richtig reingewachsen bin, dann wird das, glaube ich, richtig cool. Ich glaube, das Spiel kann richtig, richtig geil werden. Nicht, dass du denkst, ich wäre weg. Ich habe Besuch und daher bin ich nicht so aktiv. Aber du läufst nicht mehr weiter. Oh, danke schön, Dave. Und liebe Grüße unbekannterweise an deinen Besuch. Construction complete. Okay. Konstruktionsschiff. Okay, jetzt wird hier alles ganz schnell fertig. Jetzt muss ich wieder gucken. Das Konstruktionsschiff ist hier, ne? Die Yangtze, genau. Nein, Quatsch. Hier ist alles gebaut, ne? Ich glaube, ja. So, jetzt haben wir hier die Energie-Credits. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Spiel ist schon geil. Schöne Grüße zurück. Dankeschön, Dieselchen. Muss erstmal Peace out sagen. Oh, okay. Diesel, dann mach dir noch einen schönen Abend. Und vielleicht guckst du später nochmal vorbei. Okay, hier können wir noch auf jeden Fall was. Eine Sternbasis. Was? Ach so, jetzt haben wir das entdeckt. Ach du Himmel. Trappist. Hier haben wir drei mögliche Welten. Kontinentale, arktische und Wüstenwelt. Krass. Aber hier bauen wir jetzt erstmal die Sternbasis. Okay. Das zweite Konstruktionsschiff ist jetzt erstmal fertig. Das kann noch ein bisschen warten, denke ich. Ich komme hier gerade komplett. Congratulations on having colonized the new world. Our colonists are now in the process of building their first settlement. But it will take time for them to become self-sufficient. Habt ihr mal den Link zu den 2 UI-Mods geschickt, die fast von allen Spielern verwendet werden? Okay. Unser Kolonieschiff hat eine seltene Lichtung im dichten Dschungel von Eden Prime ausgemacht und ist dort gelandet. Der Landeort ist auf allen Seiten von üppiger Vegetation umgeben und zur Abwehr von Raubtieren wurden Wachtdrohnen ausgesetzt. Das Schiff wurde zum permanenten Verwaltungshauptquartier der neuen Siedlung umgebaut. Wir sind gerade dabei, seinen Reaktorkern zu entfernen, der die Kolonie vorübergehend mit Energie versorgen soll. Immer mehr Kolonisten verlassen das Schiff in großen Zahlen, weshalb nun um den riesigen Rumpf des ehemaligen Raumschiffs hunderte kleine Zelte und Fertighäuser wie Pilze aus dem Boden schießen.
die erste Menschenstadt auf einer fremden Welt. Und ihr seid live dabei. Ein großer Tag für die freie Allianz der Menschen. Okay, was ist jetzt hier? Machen wir erstmal Pause. Wissenschaftler hat eine neue Stufe erreicht. Blenden wir mal aus. Okay. Glückwunsch zur Kolonisation einer neuen Welt. Unsere Kolonisten sind jetzt dabei, ihre erste Siedlung zu bauen. Bis sie autark sind, wird es aber noch eine Weile dauern. Die Kolonie wird unsere Ressourcen bis zur Fertigstellung der ersten Siedlung belasten. Achten Sie deshalb darauf, nicht zu viele Planeten auf einmal zu kolonisieren. Nee, das machen wir nicht. Also wie ihr seht hier, die Werte sind noch plus, also noch ist alles gut. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken, Mr. Hinner. Dankeschön, auf jeden Fall. Was können wir hin? Sakatis, dankeschön für dein Follow. Das freut mich ganz besonders. Dankeschön. Schön, dass du kleben geblieben bist. So, mach's dir bequem hier. Nimm dir ein paar Kekse oder trink eine Milch. Gibt's alles hier gratis bei uns. Okay, wir machen gerade... Also hier baut das Konstruktionsschiff gerade eine Informationsstufe hoch, Brokion hoch. Ich muss gerade echt überlegen, wie wir das machen, wo wir das als nächstes hinbauen. Ah, das ist cool. Das ist schön. Ja, wir schließen erstmal. Wir warten erstmal ab. Eden Prime, ist das nicht cool? Wir haben jetzt Eden Prime hier. Wir haben tatsächlich Eden Prime hier. Unsere erste Welt. Konstruktionsschiff macht nichts. Die eigenen Flotten, die First Fleet. Wie gesagt, gibt viele Sachen, aber erst einmal Vanilla, da weiß man auch, was man mehr will. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. So, wie weit sind denn die anderen? Die anderen brauchen noch ein bisschen, ne? Erkundung von Sirius. Und der erkundigt Prokion. Und Trappist wird dann auch cool. Wie viele Forschung... Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht den Überblick verliere. Dass es nicht zu viel wird, dass man dann so viele Forschungsschiffe hat. Also ich glaube, mir hat der Rogal gestern erzählt, dass es dann später irgendwie eine Forschung gibt, womit man die dann automatisch losschicken kann, dass die immer ein System nach dem anderen abfliegen. Okay, wir haben den nächsten Punkt erreicht. Was können wir machen? Ich mache immer mal Pause, wenn sowas kommt. Naja, Lars, Forschungssubvention um 20% erhöht. Forschung aus Sternbasiskonstruktion auch 20% erhöht. Oder Forschungsalternative um 1 erhöht und maximale Fähigkeitsstufe Wissenschaftler um 2 erhöht. Ich mache erstmal das. Genau. Das Konstruktionsschiff ist gerade ein bisschen arbeitslos, ne? Aber wir könnten hier... Nee, Moment, wie war das? Ah, okay, das macht schon eins. Okay. Ah, stimmt, hier sind die beiden Konstruktionsschiffe. Alles klar, so rum war das. So, 4 Forschungsschiffe baue ich häufig. Da finde ich, kommt man überall hin, wo ich will. Okay, dann bauen wir noch ein paar Forschungsschiffe. Da hole ich noch 2. Mal gucken, dass wir nicht zu viel verlieren. Was ist das? Bauzeit. Ach, das ist die Bauzeit unten. Und oben, das sind die Legierungen. Da können wir aktuell noch 2 holen. Okay. Cool. Ach, das Spiel sieht cool aus. Also, wie gesagt... Wenn man da richtig drinsteckt, denke ich, wird das richtig cool. Ja klar, man braucht dann, je mehr Forschungsschiffe man hat, natürlich auch mehr Konstruktionsschiffe, weil ja mehr... System Survey complete. Okay, anspruchsvoll. Firgul, was würdet ihr sagen? Anspruchsvoll ist das... Soll ich da trotzdem noch ein bisschen warten? Ich lasse es erstmal vorerst sein. Okay. Das Forschungsschiff ist jetzt erstmal... Welches ist es? Sirius. Das heißt, Sirius ist vollständig erforscht. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal... Okay, hier haben wir diese Anomalie. Hier könnte was sein. Hier ist eine Welt. Es ist... Okay. 90% Menschen. Eine 24er Welt. Ich glaube, das ist richtig gut, ne? Und jetzt wollten wir uns nochmal... Lieber warten, genau. Sirius B und Sirius A. Schade. Schade, dass der Dieselchen nicht mehr da ist. Guckt euch mal dieses... Kann man das HUD ausblenden mit einer Taste?
Das wäre natürlich cool. Ich guck mal. Ihr seid wahrscheinlich schneller. Also wenn ihr das... Ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Aber wenn ihr... Gibt es eine Taste, für, um das HUD auszublenden? Weil guckt euch mal das an. Klasse A-Stern. Diese relativ jungen weißen oder blau-weißen Hauptreihensterne gehören typischerweise zu denen, die man mit bloßem Auge am besten erkennen kann. Deswegen ist Sirius ja auch für uns der hellste Stern am Himmelszelt. Geht aktuell mehr am frühen Morgen auf. Aber dann richtig. Steuerung F9. Ich habe aktuell zum Beispiel 7 Forschungsschiffe und 2 Konstruktionsschiffe. Und selbst da ist meist eins arbeitslos. Okay. Sie sind groß und rotieren schnell, entwickeln sich aber letztendlich zu langsameren und kühleren roten Riesen. Hier haben wir noch einen Klasse F-Stern. Sterne der Klasse F sind ziemlich groß und werden oft als gelb-weiße Zwerge bezeichnet. Sie stoßen zwar oft erhebliche UV-Strahlungsmengen aus, aber in ihren habitablen Zonen können sie sich durchaus bewohnbare Welten befinden. Cool. Ach, die Musik ist doch cool. So, da gehen wir erstmal zurück auf die Galaxiekarte und ich würde dann nämlich sagen, wir könnten mit dem Konstruktionsschiff hier jetzt eine Sternenbasis bauen. So, und die Forschungsschiff sind jetzt alle drei da. Genau, da schicken wir eins jetzt hier hin. Das ist noch fertig, das schicken wir jetzt hier hin. Ah, das geht noch nicht. Ah, da brauchen wir wieder einen Wissenschaftler. Genau, so war das. Das war absolut korrekt. Hier. Steuerung F9. Okay. Moment. Ach, wie cool. Da können wir bestimmt geile Screenshots machen. Okay. Wir rekrutieren jetzt einen neuen Wissenschaftler. Da gucken wir mal, was haben wir denn hier? Entdeckungschance, Anomalien 10%, Erfahrungssowas 25% und Ausgrabungsgeschwindigkeit archäologischer Stätten. Die könnten wir auch holen, ne? Erstmal Vanilla spielen, die Mechaniken verstehen, etc. Und dann kann man wollen. Sollten wir vielleicht mal eine holen, die für die Archäologie auch ganz gut ist? Das wäre doch auch mal gut, wenn man da ein bisschen was hat, oder? Ja klar, sehr gut. Dann mache ich das. Ich höre jetzt immer auf den, der am schnellsten ist. Okay, so. Und da können wir jetzt hier dich nehmen, Anführer zuteilen. Und da kommt die Griselda Romero. Cool. Und die darf jetzt das Reachin-System erkunden. Cool. Jetzt sind sie alle unterwegs. Guck dich das mal an hier drüben. Ist es nicht schön? Oh, hier oben sind Sachen fertig. Sirius-System vollkommen erkundet. Und Anomalie auf Sirius 1. Das hat man ja auch schon gefunden. Genau, das ist die hier. Anspruchsvoll, minus 2 Level. Müssen wir gucken. Unsere Wissenschaftler werden ja auch immer besser. Und je besser die werden, umso einfacher werden dann diese Aufgaben. Oh, es ist noch ein Forschungsschiff fertig. Da brauchen wir noch jemanden, stimmt. Es wird immer schneller, aber ich krieg das hin. Es muss für euch Profis oder fortgeschrittene Spieler so schlimm sein, in Anfängerin beim Spielen zuzugucken. Ich glaube, ihr greift euch permanent an den Kopf und denkt, oh mein Gott, warum, das hat die doch vor 5 Minuten schon rausgefunden. Warum denn immer noch nicht? Was ist denn blau? Fachwissen. Forschungsgeschwindigkeit dieser Anführung seines Jahres. Feldmanipulationsexperte. Entdeckungschance. Erfahrungszuwahl. Welchen von den dreien sollte ich denn jetzt nehmen? Überhaupt nicht. Oh, das ist lieb. Entschuldigung. Also es ist halt wirklich sehr komplex, aber ich habe halt da richtig Bock, mich reinzufuchsen.
Bringt das jetzt hier schon was, sowas Forschungsgeschwindigkeit, Feldmanipulation oder ist das zu spezialisiert? Soll ich lieber jemanden mit Erfahrungszuwachs oder mit Entdeckungschance nehmen? Du machst es gut, hab das schon tausendmal schlimmer gesehen. Oh, das ist lieb, dankeschön. ja. So, wen von den drei nehmen wir denn jetzt? Nach Alter sortieren, Eigenschaften. Was bedeutet, das ist dann eher, das ist doch dann eher wichtig für... Für sowas, für diese Forschungssachen dort drüben. Das ist ja nicht für, also für die... Na, wie heißt Technologien. Ich würde jetzt erstmal die mit den Entdeckungschancen nehmen für Anomalien, oder? Für die im Forschungsschiff sind sehr gut. Dann nehmen wir die. Und dann machen wir die jetzt hier rein in die Tschaikowski. Cool. Und wir gehen nochmal auf die Galaxiekarte und da kann die jetzt schon mal hier oben entdecken. Sind alle unterwegs. Was ist das? Das ist tropische Welt. Besitz vom... Ach, die wird kolonisiert. Okay. Ah, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ah, das ist der Gouverneur sozusagen. Ah. Verstehe, verstehe. Gut, da können wir erstmal weiterlaufen lassen. Ah, hier fliegen sie. Das war der Hyperraumsprung. So, hier wird ein bisschen was konstruiert. Hier seht ihr die Schiffe. Ach, wie cool ist denn das? Und hier schwärmen sie aus. Herrlich. Und das müsste gleich noch hier hoch, ne? Ach, und bisher sieht es so überall. Forschung abgeschlossen. Energiegetriebene Exoskelette. Armeeschaden plus 5% und Mineralien von Jobs plus 5%. Das Tragen eines energiebetriebenen Exoskeletts macht den Nutzer schneller und stärker. Die militärischen Anwendungsmöglichkeiten sind offensichtlich, aber auch die Arbeitseffizienz wird davon profitieren. Natürlich gehen wir gleich in eine neue Forschung. Also, du bist dran. Ah, Staatskunst. Okay, hier sieht man schon, blau ist wahrscheinlich... Okay... Forschung aussehen. Was können wir machen? Neue Komponente. Metallkeramikpanzerung, Baugeschwindigkeit und Baukosten oder Ingenieurforschung. Wenn ich auf 100 mal stärkere Krisen spiele. Wenn ich auf 100 mal stärkere Krisen spiele in meinem gemoddeten Spiele, muss ich auch immer auf die Pause das drücken und langsam machen, dass wir die mich nicht überrennen. Okay, ich nehme erstmal die Baugeschwindigkeit. Und dann geht's erstmal weiter. Cool, hier drüben seht ihr schon, wie cool das ist mit Eden Prime. Ach, wie cool. Hyperraumkartenmodus, okay. Ah, okay, da sieht man die Linien. Im Sonnensystem sind jetzt nur noch die Flotten. Wir müssen bald mal neue Kriegsschiffe bauen, oder? Ich glaube, das Spiel kann richtig geil werden. Ich glaube, das kann richtig... Also, mir macht das richtig Spaß. Also, es ist erstmal ziemlich abschreckend, weil es halt wirklich sehr komplex ist. Du hast halt ganz viele kleine, super süße Symbole überall. Ich möchte sehr gerne erstmal friedlich spielen, weil ich bin schon immer Pazifistin. Und ich habe zum Beispiel auch in dem Spiel Mass Effect, wer das kennt, habe ich auch immer, also da muss man ja Krieg führen, aber da habe ich auch immer Paragon gespielt. Und ich bin eher so, ich möchte mit den... Construction complete. Ja, Banask, unser Reich ist gewachsen. Guck dich das an. Dum, dum, da, da. Boot People. Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen zu meiner ersten Runde Stellaris an diesem wunderschönen Samstagabend. Construction complete. Oh, guck dich das an, wir wachsen immer mehr. Wie cool. Jetzt können wir hier gleich weiterbauen und zwar... Die Forschungsstation und in Zero... Ach Quatsch, das wollte ich gar nicht. Jetzt wählen wir noch das andere Schiff aus. Und da können wir ja auch eine Bergbaustation bauen. Und so wächst das jetzt hier. Okay. System Survey complete. Oh, so was haben wir jetzt? Ist jetzt Prokion vollständig erforscht? Sehr cool.
Die kosten halt alle Unterhalt. Naja, aber solange wir hier oben noch Pluswerte stehen, ist, glaube ich, alles okay, oder? Ich glaube, so war's. Ich glaube, so war das. Oder habe ich mich jetzt... Okay, wir haben ja noch das Forschungsschiff. Eins ist noch übrig. Ah, okay. Das ist neu. Die schicken wir hier hin. Okay, jetzt haben erstmal alle zu tun. Hier sind die Konstruktionsschiffe am tun. Deswegen immer gleich hier so. System Survey complete. Okay, hier ist das nächste. Nein! Das war falsch. Du solltest hier hin. Das war hier schon richtig. Genau. Und das. Construction complete. Jetzt wird gerade sehr viel fertig. Ich muss mal kurz Pause machen. Ist das was? Das ist schon erkundet. Vollständig erkundet. Ja, aber du brauchst keine große Flotte, wenn du nicht planst einzusetzen. Es sei denn, du hast einen sehr unfreundlichen Nachbarn. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst. Ich will halt bloß so eine Verteidigungsflotte. Okay, hier finden wir ganz andere Sachen. Handelswert. Handelsknoten. Hier könnte man eine Handelswerft... Ja, um Handelswert zu generieren, eine Handelsroute, okay. Das ist ein Klasse K, Hauptrennstern, Orangenerzwerg. Weil ziemlich weit verbreitet. Hier ist die Welt. 90% Mensch. Krass, was wir hier alles entdecken. Forschungsstation abgeschlossen. Es wird jetzt gerade hier alles fertig. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Das ist noch unbekannt. So schnell greifen die dich nicht an. Am Anfang halten die Station nach recht viel ab. Okay. Das wird gerade erforscht. Das wird gerade erforscht. Flottenhaltung, Erkundung, Forschung unterstützen. Ach so, die können noch die Forschung unterstützen. Das geht wirklich. Wenn ich Forschungsschiffe übrig habe, geht das. Okay, das Konstruktionsschiff kann bestimmt was machen. Das braucht man nicht innerhalb der Grenzen. Ah, okay. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Okay, ich würde jetzt erstmal so bleiben. Das Forschungssystem hätte man dann bestimmt schon wieder dann weiterschicken können. Das Forschungsschiff meine ich. Construction complete. Was war jetzt fertig? Die Bergbaustation. Okay, jetzt haben wir noch ein Konstruktionsschiff. Warten. Das eine Forschungssystem, das Schiff kann ja erstmal die Forschung unterstützen. Solange wir was nicht brauchen, oder? Befehlen Sie dem Forschungsschiff, die Forschungsbemühungen eines Planeten zu unterstützen. Okay, das ist, muss wahrscheinlich dann in dem System sein. Wahrscheinlich. In dem es unterstützen soll. Okay. Wenn du Pazifist spielst, würde ich einen großen Teil meiner Industrie in Forschungspunkte, Produktion stärken und so die KI zu überholen, weil du wahrscheinlich weniger Planeten hast als die KI. Okay, wir sind wieder fertig mit der Technologie. Das Studium der unterschiedlichen Lebensformen, die auf unserer Welt vorkommen, würde unser Verständnis unserer selbst und des Lebens um uns herum verbessern. Sozialforschung, Forscher plus 20%. Neue Forschung. Flottenkapazität, Weltraumhandelsunternehmen, können wir als neues Gebäude bauen. Oder Entfernung von giftiger Seetang. Das würde ich nehmen, weil auf Alpha Center auf unserem Planeten gibt's. Oder was ist das? Neue Mechanik, zusätzliche Erlasse. Nee, ich würde erstmal den Seetang entfernen. Jetzt sind so viele Konstruktionsschiffe und Forschungsschiffe. Hier ist ein Forschungsschiff, hier ist noch keins. Okay, jetzt sind sie unterwegs, glaube ich. Nein, ich habe mich schon wieder verklickt. Das heißt, hier hingehen. Abwählen. Gut. Schau mal, du hast arbeitslos auf deiner Hauptwelt. Die könnte man...
Da könnte man schon mal ein Forschungslabor bauen. Okay. Wo finde ich die Arbeitslosen? Wo sehe ich das? Ich muss das irgendwo wissen. Das Rote. Ah, hier. Unbeschäftigte Bewohner. Dieser Planet hat arbeitslose Bewohner, die eine Arbeit erhalten können. Was ist das andere? Dieser Planet unterstützt den Bau zusätzlicher Gebäude. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Nee, bisher noch nicht. Wir können ein Gebäude bauen. Ein Monument. Konsumgüter, Einigkeit und Sozialforschung. Bollwerk, das ist Flottenkapazität. Forschungslabore, dann würde ich noch ein Forschungslabor bauen, ne? Das war doch, glaube ich, ganz cool. Entschuldigt bitte. Aber wir haben schon eins. Ah. So, und wie kann ich jetzt hier die Leute einsetzen? Du kannst mehr als eins bauen. Naja, dann baue ich mal... Oder baue ich eine Legierungsgießerei? Ne, da haben wir hier schon was. Luxusresidenz, Polizeiwache? Wäre vielleicht auch mal was, ne? Oh mein Gott, hier kann man so viele Sachen bauen. Soll ich dir das System erklären, das dann aber viel... Oh, ich weiß nicht, ob das... Ich würde ja gerne... Es wäre schön, wenn es hier sowas gäbe wie... was empfohlen wird. Das wäre halt schön fürs für ein Tutorial-Spiel, wenn es immer sowas wie eine Empfehlung geben würde. Here we see a breakdown of this planet's population, divided into layers or strata. Hier seht ihr die Aufteilung der Bevölkerung dieses Planeten in Schichten. Ihr könnt diese ausklappen, um die Arten an Jobs jeder Schicht anzuzeigen. Jobs nutzen und produzieren verschiedene Ressourcen und der Bewohner. Der in diesem Job arbeitet, benötigt eine gewisse Anzahl an Wohnungen und Dienstleistungen. Ein Mangel an Wohnungen oder Dienstleistungen führt zu einer Reduktion der Zufriedenheit, welche wiederum die Stabilität des Planeten reduzieren kann. Okay, wir haben Arbeiter, Spezialisten und Herrscher. Zwei Verwalter. Mensch, in Montage rückgängig. This is where we manage all ground forces on this planet. Empfehlung ist halt schwer. Willst du mehr Forschung? Willst du mehr Wirtschaft? Willst du mehr Bevölkerung? Es gibt verschiedene Dinge, die du fokussieren kannst. Hier kannst du die auch aufklappen. Also ich würde schon ein bisschen auf Wirtschaft spielen wollen. The corporate tab allows mega corporations to build branch offices on the planets of other empires, provided they have signed the necessary paperwork. Once built, they can view and upgrade their facilities here as well. As we know, large corporations wish only the best for their customers, events of the 23rd cycle notwithstanding. Okay, der Reiterunternehmen ermöglicht Mega-Unternehmen Zweigstellen. Das ist wahrscheinlich das DLC hier, Megacorp oder so. Auf dem Planeten anderer Reiche zu bauen, vorausgesetzt, diese haben die notwendigen Unterlagen unterzeichnet. Einmal gebaut, könnt sie hier auch ihre Einrichtungen ansehen, können sie, und verbessern. Wie wir wissen, wünschen große Unternehmen ihren Kunden nur das Beste, trotz der Ereignisse des 23. Zyklus. Wirtschaft ist gut, aber was willst du mit der Wirtschaft produzieren? Ich glaube, das Spiel ist wirklich sehr komplex. Es wurden keine Jobs, okay. Einer ist arbeitslos. Und den kann ich jetzt hier noch irgendwo hinschicken. Produziert. Hier sieht man, was sie produzieren. Energiecredits. Büroangestellter. Vielleicht baue ich mal als erstes mal sowas hier. So ein. Wo ist es denn? Zivile Industrie. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Hier seht ihr, okay, das hat man schon. Zufriedenheit, Wohnung, Dienstleistung, okay. Und dann kann ich den dort arbeiten schicken oder Bevölkerung oder mache ich den hier noch?
Ah, okay, hier könnte ich noch dazu machen. Der Job ist bereits auf der maximalen Priorität. Nein. Hochklappen. Okay. Soll ich es wirklich nicht erklären? Na, dann versuch's. Schreib mal auf. Nahrung sieht eigentlich ganz gut aus. Legierungen. Energiecredits macht er gerade am meisten. Ah, okay, hier ist es. Ich kann nirgendwo, wo kann ich keinen dort mit hinstellen? Die sind alle voll irgendwie, ne? Bergwerk arbeiten nur 4. Okay, das ist wahrscheinlich so. Ich bin gerade so ein bisschen am Fragen, wie ich denn den Arbeiter noch irgendwo hinschicken kann. Oder es muss wirklich erst fertig werden, damit ich den dann dort arbeiten lassen kann. Ich mach erstmal weiter. Okay, und der Bevölkerung. Warte, mach nochmal. Unter Bevölkerung siehst du, was deine Pops gerade arbeiten. Du kannst auch Jobs sperren, aber normal können alle Jobs, die es gibt, bearbeiten können. Okay. Also die sind aber erstmal alle voll, ne? Wenn ich hier draufklicke, ne Quatsch hier, da sehe ich ja, ich kann nichts mehr hinzufügen. Der Job ist bereits auf der maximal möglichen Priorität. Ich kann hier niemanden hinzufügen, das ist schade. Na gut, ich mache jetzt erstmal nebenbei noch weiter. Ich lese nebenbei mit. Das ist vollständig Konstruktionsschiff. Was können wir jetzt... Wir können immer noch gehen. Uns fehlt noch 5. Noch 5 Einfluss. Okay. Haben wir auch entdeckt. Das haben wir jetzt auch entdeckt. Hier wissen wir nicht, wie kommen wir denn hier hin? Das sehen wir gar nicht. Es gibt 2 Arten, wie du Jobs schaffen kannst. Doch durch Gebäude oder Distrikte. Gut, ein Gebäude baue ich ja jetzt, nicht wahr? Das war ja das hier, das ist Planetenkonstruktion, zivile Industrie. Und da kann ich dann den Arbeitslosen hinschicken, ne? Und jetzt muss ich da Weile mit dem Forschungsschiff wahrscheinlich warten, weil die Forschungsschiffe sind gerade unterwegs. Oh, hier haben wir einen Unbekannten. Können wir hier auch schon jemanden hinschicken? Wir schicken einfach mal hier hin. Okay, und dann geht's erstmal weiter. Genau, ist ja schon unterwegs. Abwählen, okay. Das dauert ein bisschen. Eden Prime wird kolonisiert, das stimmt schon mal. Aktuell haben wir überall Plus. Hier wurde ein System, das Trappist-System wurde jetzt erkundigt. Anomaly found. Okay. Routine. Routine könnte ich schon machen, oder was meint ihr? Okay, Distrikte kannst du bauen, indem du auf einen der 5 Bilder auf der Planetenoberfläche klickst. Statt Distrikte geben zusätzliche Gebäudeplätze. Okay, ich glaube, ich weiß, wo das war. Ich mache mal Pause. Das ist Übersicht hier, ne? Das sind die Distrikte. Okay. Routine geht in Ordnung. Distrikte kannst du bauen, indem du auf einer der 5 Bilder auf der Planetenoberfläche klickst. Das sind die 5 Bilder, genau. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, kann ich bauen und da baut er einen weiteren Distrikt. Okay, da sehe ich die Kosten. Hier sehe ich, was er bringt. Job Büroangestellter plus 1, Handwerker plus 1, Wohnung Job Techniker plus 1, Job Bergarbeiter. Da würde ich mal einen Bergbaudistrikt bauen. Der wird dann danach gebaut. So, da haben wir das auch mal gemacht. Anomalie, genau, das wollten wir uns angucken. Hier erforschen wir das, würde ich sagen. So, die Konstruktionsschiffe. Wir brauchen noch einen Punkt und dann können wir Progion, würde ich sagen. Obwohl, da finden wir Ressourcen.
Ich meine, noch eine zweite Kolonie würde ich jetzt erstmal noch nicht machen. Obwohl, hier ist der, nee, hier ist der 16er Planet. Hier ist der 24er, den müssen wir unbedingt dann kolonisieren. Der ist schon cool. Ich flieg mal nach Prokion dann. Den kenne ich halt noch. Den kenne ich aus der Astronomie, wirklich. Ja, okay. Man sollte natürlich... Und auf Punkt 80 warten, dann können wir das hier auf jeden Fall... Das ist auf Sirius. Die haben schon alles gebaut. Der hat es nicht ganz so weit. Und jetzt kannst du eigentlich die Außenposten bauen. Okay, ist der auch unterwegs. System Survey complete. Okay. Haben wir jetzt auch erforscht. Okay. Klasse F. Hier ist sogar ein 3-Sternen-System. Guck dich das mal an. 25% Mensch, das würde ich schon mal sagen. Es gibt 3 Arten von Jobs. Als erstes gibt es die einfachen Arbeiter. Die machen die 3 Grundressourcen. Energie, Mineral. Found. Sehr schwer. Da würde ich erstmal vorerst sein lassen. Es gibt 3, okay. Energie, Mineralien und Essen. Handelswert wird aktuell 1:1 in Energie umgerechnet. Okay. So, das Forschungsschiff ist arbeitslos. System Survey complete. Anomalie. Ein Objekt, das unsere Sensoren reflektiert, wurde im Asteroidenfeld Wude ganz in der Nähe von RFY2K gefunden. Eine visuelle Untersuchung hat das Objekt als polygonale Form identifiziert. Aufgrund fehlender Scandaten ist allerdings kaum etwas anderes darüber bekannt. Ist auch eine Routine. Da würde ich sagen, auch erforschen. So, und das Schiff hier drüben, das kann hier mal das System erkunden. Oder soll ich immer erst aufdecken? Was, ist das egal? Oder soll ich immer erst das System aufdecken oder gleich erkunden? Ich gucke erst mal eine Weile weiter. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit mal überlegen, ob ich das System immer erst aufdecke oder gleich erkunden soll. Erkunden, okay. Am Rande des Trümmerfeldes von 2195-BR-F treiben die armseligen Überreste eines zerstörten Forschungsschiffs unbekannten Ursprungs umher. Bissspuren und Verdauungsflüssigkeiten auf dem Rumpf deuten darauf hin, dass es von einem großen Wesen gefressen und dann ausgewürgt wurde. Ironischerweise war das Schiff selbst auf einer kulinarischen Reise auf der Suche nach neuen exotischen Delikatessen gewesen und nun hatte es selbst auf der Speisekarte gestanden. Die Besatzung hatte eine unglaubliche Anzahl an Lebensformen auf allen möglichen Ebenen bewertet, von Nährwert bis hin zur Kaubarkeit. Unter ihren Favoriten waren die Lyplans, die für ihre saftigen Starrsack und ihr feuriges Temperament bekannt sind. Unsere Art hat eine mittlere Platzierung am unteren Ende der Liste, dank der Faserigkeit unseres Fleisches und der langweiligen Jagdbeute, die wir abgeben. Manche spielen eben gern mit ihrem Essen. Interessant. Wir empfangen eine Übertragung von den Libyan Hive. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten zwischen uns wurden vorübergehend eingestellt. Wie bitte? Wenn du Umschalt gedrückt hältst, kannst du Befehlsketten setzen. Dann musst du nicht ständig neu befehlen. Oh, das klingt gut. Moment, was war das? Umschalt. Ach, gerade wahrscheinlich nicht. Warte mal. Es haben uns Leute gefunden. Entschuldigung. Wir sind die Libyan Hive und sprechen mit einer Stimme. Das Schwarmbewusstsein hat von eurer Gegenwart Kenntnis genommen. Fürs Erste werden wir euch nur beobachten. Unser zukünftiges Handeln wird davon abhängen, ob ihr für uns eine Bedrohung, eine Expansionsmöglichkeit oder eine unvorhergesehene Variable darstellt. Wir wollen eure Freunde sein. Wir streben nach Perfektion, stellt uns euch nicht in den Weg. Und ihr müsst eure alte Lebensart aufgeben. Hier werden wir uns auf Feindseligkeiten distanzieren. Freie Allianz, wir wollen Freunde sein!
Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alienleben getroffen sind, verbreitet sich überall in der freien Allianz der Menschen wie ein tolles Lauffeuer. Unsere Bürger sind von diesen Wesen fasziniert und die Medien sind voller Berichte und Spekulationen über ihre Kultur und Gesellschaft. Die Offenbarung, dass wir nicht alleine in dieser Galaxie sind, wurde auf der Erde größtenteils gefeiert. Die Aliens scheinen wie wir relativ neu auf der galaktischen Bühne zu sein und ihr technologisches Niveau kann mit dem unseren verglichen werden. Das ist cool. Dann gibt's noch den Spezialisten. Diese Jobart gibt allen anderen Ressourcen, die benötigt werden. Spezialisten verbrauchen allerdings bestimmte Ressourcen. Also sollte man darauf achten, dass die Spezies einen nicht die Wirtschaft zerschießen. Okay. Die Spezies, nicht die Spezies. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gucke, dass eine bestimmte Ressource, was weiß ich, 50 Nahrung braucht pro Jahr oder was weiß ich, möchte ich gucken, dass ich halt nicht ins Minus gerate, wenn ich das einsetze. Je mehr ich, wahrscheinlich je mehr Spezialisten ich einsetze, umso mehr von den drei Grundressourcen gehen halt flöten. Okay. Das ist ein wichtiges Ereignis. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall jemanden gefunden. Anomalie. Nähe, vorerst sein lassen. System erkundet. Das haben wir jetzt erkundet. Hier sind Anomalien. Ah, hier wird schon geforscht. Das ist der Eisasteroid. Okay. Mhm. Okay. Da kann man den hier erstmal erkunden schicken. Das Forschungsschiff. System erkunden. Und das andere Forschungsschiff ist wo? Wuae. Okay. Da kannst du ja mal das auf. Oder hier den. Hier kommen wir noch gar nicht hin, ne? Das ist so nah, aber wir kommen nicht ran. Keine Route. Dreifachsterne. Oh, hier ist ein ganz heller. Ich den nochmal erkunden. Okay. Cool. The spirits have granted us new wisdom. Okay. Also wieder Pause. Produktion Forschungsstation. 10%. Viele kritische Forschungen können nur in der Schwerelosigkeit durchgeführt werden. Diese spezialisierten Labore sind dafür besonders gut geeignet. Da gucken wir mal rein. Energiecredits. Bisschen mehr raus. Produktion, Forschungsstation. Ich werde erstmal das nehmen. Oder ich kann doch, glaube ich. Moment. Ich kann doch nochmal die Forschung ändern. Wie lange brauchen die? 94 Monate? 68. Ja, da bleiben wir mal das. Oder? 94 ist ganz schön heftig. Nehmen wir das. Zum Schluss gibt es noch Herrscher. Die werden vom Hauptgebäude gegeben und geben Dienstleistungen. Jeder Planet braucht da ein paar. Manchmal reichen die nicht aus und es muss mit Spezies oder Arbeiter nachgeholfen werden. Okay. Hier wird noch gebaut. Ein Konstruktionsschiff ist fertig. Das besiedelt gerade Progion. Trappist. Wuae. Hier kriegt man wieder Ressourcen. Region. Hier ist eine Welt mit 90%. Das klingt auf jeden Fall super interessant. Hier ist auch 90% und zwei so. Aber ich würde mich lieber hier, wenn wir hier so bleiben. Gucken wir mal. Konstruktionsschiff. Nee, hier brauchen wir noch. Hier brauchen wir noch ganz viel. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Wir gucken erstmal, wie es hier weitergeht. Das ist cool. Das macht auf jeden Fall super, super viel Spaß. Auch wenn ich wahrscheinlich noch viel zu aufgeregt und zu verplant und sowas bin. Und ich wahrscheinlich vieles übersehe. Das ist vollständig erkundigt. Oh, wir können die nächste Stufe machen. Ich würde sagen, wir machen die Wissenschaftsabteilung. Wir machen erstmal hier eins komplett fertig. Die Crew der UNS Explorer hat das reflektierende polygonale Objekt, das in der Nähe von RFY2K gefunden wurde, geborgen und zur Untersuchung an Bord gebracht. Die faszinierende Eigenschaft des Objekts ist seine Fähigkeit, die meisten Arten von niedrigfrequenter Strahlung zu reflektieren. Hochfrequenzstrahlung bleibt davon jedoch unbeeinflusst, was die Eigenschaften des Objekts in Hinsicht auf mögliche Anwendungen zur Flottenabwehr nutzlos macht. Trotz umfangreicher Untersuchungen konnte das Wissenschaftsteam der UNS Explorer weder die Funktion noch den Ursprung des Polygons bestimmen. Es scheint hohl zu sein, aber die metallhaltige Oberfläche ist mit einer Art wissenschaftlicher Notation versehen. Obwohl uns die Bedeutung dieser
kodifizierten Daten entgeht, glaubt Griseida Romero, dass es sich um Wurmlochmetriken bezieht. Unser Forschungsteam konnte durch das Studium dieser Notation einige faszinierende Einblicke in die Wurmlochtheorie gewinnen. Für welchen Zweck auch immer dieses Objekt geschaffen wurde, ist allerdings weiterhin ein Mysterium. Schade. Physikforschung, aber wir bekommen jetzt diese Punkte, ne? Diese 557 Physikpunkte. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, erstmal hierhin zurück. Incoming Transmission. Okay, wir haben was. Eine Botschaft. Wir möchten für die zukünftige Verbesserung der lipianisch-menschlichen Diplomatie auf Diplomatie. Am besten würde ich mir mal die ganzen Dinge, die du so bauen kannst, mal anschauen, was für Jobs die geben, damit du dann weißt, was du bauen musst, wenn du mal ein Problem hast. Okay. Erstmal die Botschaft. Wir möchten für die eine Botschaft etablieren. Effekte Lupian Hive möchte, dass wir wechselseitig. Das macht man natürlich. Ja. Oh, da ist wieder ein Forschungsschiff fertig. Anomaly found. Routine, das nehmen wir natürlich auch. So, welches Schiff ist fertig? Auf UAE, okay. Dann forschst du mal hier weiter. So. Das Konstruktionsschiff baut hier noch. Ich würde dann fast schon... We have discovered spacefaring alien entities that may or may not be intelligent. But, let's face it, probably are. Their true nature will remain a mystery to us, until we complete the appropriate project to investigate them. I suggest we do so post haste, lest they investigate us first. Okay, bemerkenswert. Wir haben fremde raumfahrende Entitäten entdeckt, die möglicherweise intelligent sind. Gut, machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich sind sie es. Oder sind sie es? Bis wir das entsprechende Projekt abgeschlossen haben, um sie ordnungsgemäß zu untersuchen, wird ihre wahre Natur allerdings ein Mysterium bleiben. Ich schlage vor, dass wir das schnellstmöglich tun, damit sie uns nicht zuerst untersuchen. Um mit der Untersuchung zu beginnen, müsst ihr das Situationsprotokoll öffnen und Erstkontakt anzeigen, auswählen oder das Symbol für den Erstkontakt auf der Galaxiekarte anklicken. Okay. Wir haben im WUAE-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Crooks gegeben oder Crooks gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden können oder konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Wir haben den Erstkontakt mit einer unbekannten Entität hergestellt. Entität. Neuigkeiten über fremde Schiffe haben Erde erreicht. Haben die Erde erreicht und so auf vielerlei Art das erste Kapitel einer Geschichte für die freie Allianz der Menschen aufgeschlagen, in deren weiteren Verlauf ein stellares Reich stehen könnte. Okay, jetzt haben wir erstmal hier, das ist, okay, das macht die schon, das können wir ausblenden erstmal. Und hier ist der Erstkontakt. Perhaps a space-dwelling creature or another empire. We can learn more about them by making first contact. Wir sind mit einem fremden Wesen in Kontakt gekommen. Vielleicht einer im Weltraum lebenden... Unbekanntes Signal. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Gut, dass wir Pause haben. Ein schwaches, aber beharrliches Signal wird wiederholt im Nimulan-System übertragen. Ans Aldrin hat die Quelle lokalisiert. Sie scheint aus dem Mund eines destabilisierten Raumzeitrisses am Rand des Systems auszutreten. Was könnte auf der anderen Seite sein? Vielleicht finden wir es heraus, oder wenn es nur stabilisiert werden könnte. Wir haben am Rand des Nibelungen... Ja. Um den Kontakt zu schließen, einen Gesandten zu weisen bei dem Plus. Ja, das mache ich gleich. Wir haben am Rand des Nibelungen-Systems scheinbar ein natürlich auftretendes Subraumphänomen entdeckt. Einen Riss in der Raumzeitstruktur, der auch Wurmloch genannt wird. Unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es durch den Subraum mit einem anderen Wurmloch an anderer Stelle verbunden sein könnte. Je nachdem, wo sich das zweite Wurmloch befindet, könnte es möglicherweise eine Reise von einem Ende der Galaxie zum anderen binnen Tagen ermöglichen. Unglücklicherweise ist dieses Wurmloch, wie die große Mehrheit seiner Art, von Natur aus instabil. Jegliche Schiffe, die dumm genug wären, hindurchzufliegen, würden in Sekundenschnelle zerrissen werden. Okay, wir müssen das erst noch stabilisieren. Okay. Okay, die sind verfügbar, ne? Da können wir einfach... Construction complete.
Ich würde sie schicken. Bemerkenswert. Wir haben fremde, raumfahrende Entitäten entdeckt. Entitäten, ich will immer zu viel sagen. Die möglicherweise intelligent sind. Gut, machen wir... Ach nee, das hatten wir schon. Das hatten wir schon in der Untersuchung. Planetary features on habitable planets are sometimes blocked, preventing their exploitation. Clearing a blocked feature takes time and costs minerals or energy credits. But the free space often makes it worthwhile. Okay. Moment, wird das jetzt zu dunkel? Es geht noch, oder? Die Lampe blendet mir gerade zu sehr. Manchmal sind die planetaren Merkmale bewohnbarer Planeten blockiert, was deren Nutzung verhindert. Die Beseitigung eines geblockten Merkmals kostet Zeit oder Energy Credits. Der dadurch geschaffene Freiraum macht dies aber oft zu lohnenden Bemühungen. Viele geblockte Merkmale können nur mit bestimmten Technologien beseitigt werden. Um die auf unserer Heimatwelt können wir uns aber kümmern, sobald wir genügend Credits übrig haben. Okay, gemäß Vorstellung am 2208. Okay. Okay, wir sind noch im Pausenmodus. Okay, Konstruktionsschiffe sind... Hier ist diese neutrale Flotte, die haben wir hier gefunden. Genau, hier ist der Erstkontakt. Kratz, Informationsrate hoch. Alle anderen sind beschäftigt. Die Konstruktionsschiffe könnten jetzt hier eine Bergbaustation bauen, beziehungsweise eine Forschungsstation bauen. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir. The faithful have claimed a new world. Ja, Eden Prime ist fertig. Da gucken wir uns das gleich mal an. Oh Gott, was haben wir denn hier alles für Möglichkeiten? Eine Schiffsunterkunft. Da gucken wir mal, was wir bauen können. Ich würde erstmal Nahrung. So, erstmal gucken, wo wird denn was produziert? Ach nee, Quatsch, das war so. Landwirtschaftsdistrikt. Was sind das hier? 3-4 können, wenn ihre Blocker entfernt werden. Ah, okay, so war das. Landwirte produzieren Nahrung. Wir bauen jetzt mal einen Landwirtschaftsdistrikt. Hoffe ich. Hier wird er gebaut. Okay. Ach, wir können ja noch ein Gebäude bauen. Polizeiwache, Ressourcensilos. Da können wir das... Mhm. Entert in Holotheater. Krass. Zivile Industrie, Forschungslabore, die können wir erst bauen. Das ist schon spannend. Okay, hier, das ist ja das, was du sagtest, Mr. Hinner. Genau, das macht Legierung, brauchen wir aber dafür Mineralien. Geschätzter Grundunterhalt werden 12 von diesen Mineralien, 34 machen wir gerade. Wenn es sich nicht um Dienstleistung oder Wohnung geht, hast du ein globales Inventar. Musst also nicht jeden Planeten balancen. Spezialisation wird vom Spiel unterstützt, weil es dann mal Planetenbuffs gibt für bestimmte Ressourcen. Oh je, ich bin jetzt total überfordert. Wir haben ja eine aktuelle Bevölkerung, keine Kriminalität. Verwaltungsbüros, zivile... Was baue ich denn? Soldaten? Nee. Holotheater? Das wirkt so nutzlos. Luxusresidenz. Polizeiwache, Ressourcensilos. Ich mache mal ein Ressourcensilo.
Okay, auf der Erde ist jetzt keiner mehr arbeitslos, ne? Okay, die Arbeitslosen sind erstmal weg. Ah, okay. So, hier können wir noch was bauen. Hier wird das gebaut. Spezialisierung. Sieht man hier irgendwo eine Spezialisierung? Das ist die Produktion. Ich würde sagen, ich würde noch mal was für die Legierung bauen. Da fehlt uns ein bisschen was. Ich muss, wie gesagt, erst noch lernen. Okay. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Sind erstmal alle versorgt, alle arbeiten? Oh, es sind wieder ganz neue Sachen. Erstkontakt. Das hatten wir ja, stimmt. Neu gegründete Kolonie. Und Anführer hat eine neue Stufe. Oh, die Griselda, die macht sich richtig gut. Kann man auch ausblenden. Okay, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, Asteroidenfauna. Während ihrer Erkundung von W112-89-T hat die Besatzung der UNS Tsiolkovsky verblüffenderweise Lebenszeichen aus dem Inneren des Asteroiden erfasst. Im Fels scheint es eine Kolonie großer steinfressender Würmer zu geben, die den Asteroiden mit Tunneln durchzogen haben. Diese einzigartigen Lebensformen haben sich irgendwie an ein Leben in der Kälte des Weltraums angepasst. Spezialisieren kannst du einen Planeten, der nicht die Hauptwelt ist, unter den Planeten mit Zahnrad direkt unter dem Wort Sektor. Moment, gehe ich gleich mal hin. Die Kreaturen sollen studiert werden. So, ich gehe mal auf den Planeten. Direkt unter dem Wort Sektor. Unter dem Planeten mit Zahnrad. Hilfe! Planeten mit Zahnrad. Den Planeten mit Zahnrad da unten vielleicht. Wo ist der Planet mit Zahnrad? Wo ist der Planet mit Zahnrad? Nee. Die machen, die Korvette ist gerade. Hier kann ich erstmal das aussuchen. Kernsektor auf der Planetenoberfläche. das hier, ne? Okay, Koloniebestimmung wird automatisch ausgewählt. Und hier kann ich mir aussuchen, was der... Und sollte man da hier irgendwie gucken, dass man guckt, dass es hier diese 5... wo es die meisten Distrikte gibt? Sollte man die so weit spezialisieren, dass man sich darauf konzentriert, wo es die meisten möglichen Distrikte bauen kann? Ja, das wäre eine Idee zum Beispiel. Okay. Was ist das? Industrie. Da könnte ich jetzt hier Industrie. Zum Beispiel. Könnte ich jetzt hier die Industriewelt auswählen. Urbane wären natürlich hier Stadtdistrikte, ne? Da würde ich das mal als Fabrikwelt auswählen. Industriewelt. Nee, warte, Industriewelt? Baugeschwindigkeit Industriedistrikt. Baugeschwindigkeit Industriedistrikt. Das bringt für beide. Das ist alles, okay, das ist alles für Industriedistrikte. Okay, stimmt, ich sehe hier. Okay, hier gibt es noch ein Symbol davor. Und da kann ich dann Gebäude und Stadtdistrikt. Genau. Okay, manche musst du trotzdem anders machen, weil du halt die ganzen Sachen brauchst, selbst wenn du 20 Nahrungsplaneten findest. Ja, das stimmt. Aber hier würde ich jetzt erstmal die Industriewelt machen. Okay. Und da würde ich mich... Ach, das Gebäude wird schon gebaut, genau. Okay. Ah. Wie cool das Spiel ist. Ich gucke schon auf die Uhr, die Zeit schreitet unaufhörlich voran. Anomaly found. Okay, anspruchsvoll. Würde ich erstmal vorerst sein lassen. Ich würde erstmal nur die gelben nehmen. Okay.
Okay, ich wollte ja mal gucken. Sehr schwer, Routine. Routine, jetzt sind die mittlerweile schon... Okay, die haben gerade noch zu tun. Die erkunden noch. Die fliegen halt durch die Gegend. Ansonsten kann man die ja, die wo dann schon Routine sind, kann man die auf jeden Fall schon mal... Oh Gott, das war jetzt... Oh. Oh mein Gott, ist irgendwas Schlimmes passiert. Moment. Es scheint, dass unsere Linguisten bei den Versuchen, die Sprache der von uns Krugs genannten Fremden zu entschlüsseln, einen großen Rückschlag erlitten. Was sie für eine Sprache hielten, war bedauerlicherweise gar keine. In ihrem Bericht gibt es diplomatischer Gesandter Vera Shatalova an, dass die Linguisten nach tagelangen Untersuchungen aus allen Blickwinkeln schließlich zu dem Schluss kamen, dass es sich in Wahrheit wohl eher um einen Versuch handelte, Musik zu machen. Fabrik wandelt die Legierungsjobs in Konsumgüterjobs. Und bei der Industriewelt bekommst du beides, bei der Gießereiwelt wandelst du die Konsumgüterjobs in Legierungsjobs um. Okay. Ein bedauerlicher Fehler. Schade. Was ist er jetzt? Phase 2, die kümmert sich weiterhin. Okay. Okay, gut. Neue Stufe. Auch gut. Gut, dann lassen wir erstmal hier. Hier wird gebaut, die Konstruktionsschiffe bauen, damit wir hier dann noch ein bisschen Energie bekommen. Energiecredits. Trappist, Prokion, Sirius, das sieht cool aus. Das müssen wir unbedingt kolonisieren. Wo ich könnte doch mal wieder kolonieren. Okay, Routine. Können wir erforschen. Sieht gut aus. Das hilft dir. So kannst du eine Industrie recht leicht umstellen und musst nicht alles umbauen. Okay. Okay. Ich werde noch eine Weile brauchen, bis ich das alles verstehe. Aber die kümmern sich hier. Die sind alle beschäftigt. Das ist auf jeden Fall gut. Solange wie es hier keiner... System Survey complete. Okay, das Forschungsschiff ist jetzt fertig. Construction complete. Okay, das Konstruktionsschiff ist auch fertig. Warte mal, du hattest gesagt, Umschalt... Was hattest du gesagt? Warte mal, Ja, die Karte scrollt, weil ich gerade raus. Umschalt halten. Okay, ich muss erstmal wieder zurück. Okay, im Orbit von Nimulan 4a haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hatte einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde. Höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Vollständig erkundet. Okay. Natürliches Wurmloch. Okay. Umschalt halten. Okay, wenn ich jetzt Umschalt halte. Okay, und jetzt musste ich was machen? Irgendwie tut sich da bei mir nichts. Lumsch! Mehrere Befehle geben. Lumsch? Lumsch? Jesariel, was meinst du? Hallo erstmal. Lumsch. Umschalt, mehrere Befehle geben. Okay. Da brauchen wir Wurmlochstabilisierung dazu.
Okay, super, da ist das schon mal beschäftigt. Und wo ist das? Das ist hier oben. Das kann ja... Okay, das kommt dort gar nicht hin. Das ist natürlich schade. Ich weiß, das ist das Problem. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich schon war. Linke Umschalttaste. Ah, wurde in irgendeinem Spiel mit Lumsch abgekürzt. In ein paar Spielern im Stream hat sich gefragt, was das heißen soll. Alles krass. Okay. So, dann kümmern die sich erstmal. So, das Konstruktionsschiff ist erstmal fertig. Das andere braucht noch ein bisschen. Es ist krass, ne? Also, das wird echt immer umfangreicher. Ich würde mal ein Kolonisationsschiff bauen. Ich will mir unbedingt diese Welt noch holen, bevor wir für heute Feierabend machen. Danke schön für deinen Follow, Mr. Hinner. Danke. Construction complete. Okay. Erst Kontaktereignis aus. Es ist uns gelungen, rauschfreie Audiofeeds von mehreren Schiffen der von uns Crooks genannten Fremden aufzuzeichnen. Unsere Linguisten sind zwar immer noch nicht klüger, was die Bedeutung der von ihnen aufgenommenen Wörter betrifft, doch sie sind optimistisch, dass dieses neue Signal ihnen dabei helfen wird, bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu einem Durchbruch zu erzielen. Hervorragend. Okay, super. Jetzt sind wir immer noch Phase 2, aber okay. Pause können wir wegdrücken. Konstruktionsschiffe sind hier soweit fertig. Prokion wird definitiv... Ah, stimmt, wir wollten doch... Mit dem Konstruktionsschiff... System Survey complete. 5 fehlen noch, dann können wir das holen. Hier ist was fertig. Ufangsystem ist komplett erkundet. Hier geht's los. Hier geht's richtig los. Ah, das hatte das schon gemacht. Hier ist diese neutrale Flotte. Ach, es kommen später noch Aufstiegsvorteile, Megabauten, Tyanix, etc. dazu. Alles total easy. System Survey complete. Jetzt geht's hier los. Jetzt werden hier alle Systeme erkundet. So, da können wir das Schiff erstmal ein bisschen hier so im Kreis schicken, würde ich sagen. Was? Nein. Welches habe ich jetzt genommen? Falsch. Du solltest. Bitte. Und dann das. Und dann das. Nein, ich habe doch Umschalt... Nein, ich habe Steuerung gedrückt. Tasten! Alles zurück. Komm. kann ich den... Nee, nicht das Schiff auflösen. Die Flotte auch nicht. Kann ich den Auftrag auflösen, stoppen? Du sollst hier zuerst hin. Genau. Anomaly found. Erforschen, mach mal. So, dann kannst du danach hier hin. Genau, jetzt haben wir's. Nein, nicht aufdecken. Erkunden. 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 So rum. Genau. Sehr schön. Haben wir das. Konstruktionsschiffe können jetzt hier bald... Oh Gott. Es ist noch was. Wir haben im Ufangsystem eine signifikante Präsenz jener Fremden, die wir als Crooks bezeichnen, entdeckt. Obwohl es keine bewohnten Planeten gibt, soweit wir das beurteilen können, umkreist eine Art große Rauminstallation, den Primärstern des Systems. Unsere gewählten Vertreter haben die Öffentlichkeit darüber informiert, dass wir höchstwahrscheinlich auf einen Außenposten einer bisher unbekannten interstellaren Zivilisation gestoßen sind. Bevor wir mit ihnen kommunizieren können, müssen wir jedoch erst ihre Sprache übersetzen. Ja, das Problem haben wir ja schon. Ja, Ellen, ich weiß, es geht gleich los. Phase 3. Okay,
Das haben wir. Nochmal. Präsidentin Lalina, ich habe eine neue Stufe erreicht. Und hier wollen wir eigentlich... Ach, das Schiff braucht ja noch eine Weile. Nee, hier müssen wir erstmal... Das war mit dem Konstruktionsschiff. Können wir erstmal die Sternbasis bauen. Und ich würde sagen, wir machen für heute hier jetzt erstmal Schluss. Das passt da eigentlich ganz gut. Moment. Eden Prime ist fertig gebaut. Hier können wir doch noch was machen. Ah, hier. Jetzt können wir doch noch ein Industriedistrikt bauen. Ressourcensilos, das klingt schon mal gut. Stadtdistrikten? Ah, Stadtdistrikte, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal ein Stadtdistrikt. Gut. Da haben die auch zu tun. Und da würde ich sagen, speichere ich jetzt ganz freudig ab. Und zwar nenne ich das jetzt einfach Menschheit. Nein, ich hab die falsche Taste noch. Speichern. Und Spiel verlassen. Oh, ich freue mich, wenn es nächstes Mal weitergeht. Auf jeden Fall.